Applaus, meine Lieben. Ich habe jetzt mal gerade ganz versucht, hier ganz elegant hier aus unserer Bomben-Szenarium rauszusteigen. Willkommen hier in Hamburg. Hier findet heute hinter Gittern das große Wiedersehen statt. Warum Hamburg, warum nicht Berlin? Weil Hamburg einfach die schönere Stadt ist. Ich hoffe, ich tritt damit jetzt keinem auf die Füße. Das Schöne ist hinter Gittern. Es war eine Kultserie. 10 Jahre lang haben die Stars von hinter Gittern uns allen mit wunderbaren Geschichten, ganz tollen Figuren. Jeden Montagabend wurde das Telefon ausgestöpselt, jeden Montagabend wurde der Computer ausgestellt. Man dürfte nicht mehr klingeln, man dürfte gar nichts mehr. Der Ehemann musste still neben einem sitzen liegen bleiben, dass sie 45 Minuten lang nur hinter Gittern gehörten. 16 Staffeln, 403 grandiose Folgen. Da habe ich mir gedacht, das muss doch mal wieder gefeiert werden. 5 Jahre nach Ende der Ausstrahlung, 6 Jahre nach Ende der Produktion, kommen einige ganz, ganz tolle hier wieder zusammen. Und ich mache es mir einfach mal gemütlich und ich würde mal sagen, wir fangen mit dem Urgestein. Ich habe hier 2 Urgesteine der Serie, ohne die es hinter Gittern überhaupt gar nicht geben würde. Von der allerersten Folge an und ab der 3. Folge an begrüße ich jetzt mal meine Gäste. Einmal Isabella Schmidt. Hallo. Alias Lolo Fuchs. Und Heidi Weigelt, die legendäre Sekretärin Mörchen, ohne die die ganze JVA gar nicht funktioniert hätte. Das stimmt. Ihr Lieben, willkommen hier im alten Gefängnishof. Ja, ja, du guckst mich gerade auch so an, als wenn du sagen würdest, dann hast du nicht mehr alle, oder? Gar nicht. Nee, danke für die Einladung, wollte ich sagen. Ich wollte danke, dass ihr da seid. Bitte. Ach, das war höflich, der Blick? Ja. Ja? Das sah so aggressiv aus. Ach so. Aber, ja, nein, bis jetzt war es erstmal ganz schön. Ich hoffe, es bleibt schön. Ja, Prosecco ist auch wieder kaltgestellt worden. Es kann ja noch schön werden. Super. Hoffen wir natürlich. Super. Ja, wie lange habt ihr beide euch denn nicht mehr gesehen? Oh, na ja. Irgendwann ja, mal ja. Noch zu einem Jubiläum auf einer Party. Aber das ist lange her. Es ist bestimmt schon 10 Jahre, ja. Wenn es mal reicht, oder? Wenn es mal reicht. Aber sie sieht immer noch gleich aus. Ja, aber du auch. Also ich kann das so gebrauchen. Naja. Naja. Na ja. Ich habe ja gewühlt. Ich war ja, ja, du siehst es noch. Ob sie immer noch so gleich aussehen, ich habe ganz, ganz tolle Verbrecherfotos. Rausgekramt. Kennt ihr die eigentlich? Nee. Oh, nee. Um Gottes Willen. Und natürlich haben wir auch unser Mörchen. Na super. Ja, da an der Hand könnt ihr, das ist jetzt wie lange her? Oh. Ja, ja, das ist gestern gewesen. Ja. Kann ich mich noch erinnern? Ja. Nein, das war 97. 97? Ja, 1997. Und im gar nicht Juli. Verändert. 97? Ja, doch. Nö. Meins also, ist 97. Bestimmt, nee, meins steht nicht drauf. Nein. Das ist gemein, ne? Also das ist länger als, nee, das ist später als 97, oder? War das auch 97? Ich weiß es nicht. Also die liefen unter die allerersten Presseaktenfotos. Ah ja, dann müsste es 97 gewesen genau. Sein. Ja. Naja. Ja. Naja. Ist doch nett. Dieser, ja, doch. Ist dieser ganz Blick lieb. So von wegen, ja, dieser liebe Blick. Natürlich. Das ist ein Märchen. Ja. Aber eigentlich hatten wir noch so Schilder, ne? So diese Wanted-Schilder hatten wir auch noch. Schilder? Ich hatte kein Schild. Ja, du bist ja auch keine Insassin gewesen. Genau. Also so musste ich gucken. Das meinst du. Ja, habe ich das nicht gekriegt. Aha, dann musst du dich einmal beschweren. Ja, wir wissen auch bei wem. Wir gucken jetzt aber nicht in die erste Reihe. Nein. Ja, schön, super. Ja, das ist doch ein bisschen Erinnerung. Hier könnt ihr auch mal ein bisschen rumwühlen. Hier liegen ja noch einige Erinnerungsfotos rum. Ah, ja. Aber wie kamt ihr denn zu Hintergittern? Warum Hintergittern? Also bei mir war es so, ich bin Schweizerin. Ich bin gerade frisch nach München gekommen und hatte dann ein Casting. Das war auch ganz interessant, weil das war also wirklich in letzter Minute und es war auch ein ganz kleiner Raum und die Casterin saß da mit so einer Handkamera, hatte den Text auch nur so, also sie hat alles selber gemacht. Es war eins meiner ersten Casting eigentlich auch. Und ich war total nervös und habe dann einfach gesagt, jetzt spielst du halt und gibst alles. Und dann habe ich auch mitgekriegt, es läuft und ich hatte immer noch keine Information, was auch üblich ist, ne? Kriegt man es nicht.
Und dann hieß es, es wird gedreht. Da wusste ich schon, also stand schon in der Presse, dass Christine Schubert da mitspielt. Habe ich alles gelesen, sage ich, ja gut, dann bin ich nicht dabei. Ne? Ja, und plötzlich kam ein Anruf nächste Woche nach Berlin. Ab nach Spandau. Ab nach Spandau, ja. Und dann habe ich mein Köfferchen gepackt und bin nach Spandau. In den Knast. Mhm. In den Knast. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Also das war vielleicht ganz gut so. Nee, es war toll. Es war sehr, also für mich sehr aufregend, eben weil es war natürlich, und das fand ich gerade bei Hintergittern auch so toll, gerade von den Anfängen, dass halt wirklich auch junge Schauspieler oder auch ein bisschen unerfahrene Schauspieler, jetzt Kamera, also ich habe viel Theater gemacht, aber noch nicht so viel Kameraerfahrung gemacht, dass man in Leute investiert hat, die man halt noch nicht kannte. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe einmal gelesen, ich weiß gar nicht, ob das Anja Schierl war, oder die Castingdirektorin, sie war immer, also sie ging ins Theater und hat junge Schauspielerinnen von der Bühne weggeholt. Mhm. War das die Schiril oder wer war das? Wisst ihr das noch? Keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht, aber also das kenne ich auch. Und das sind eigentlich alle, haben mit Theater zu tun gehabt, also ich im nicht. Ensemble. Du nicht. Also ich meine, ich hatte schon mit Theater zu tun, aber da hat mich keiner gesehen. Mich hat ein Freund angerufen und hat gesagt, pass mal auf, du bist ja so eine Lahmarsch hier, du kümmerst dich ja nie um was, aber die drehen oder die planen eine Knastserie nur mit Frauen. Und jetzt meldest du dich gefälligst da. Und ich gesagt, ja, meinst du wirklich? Ja, und Telefonnummern alles gegeben. Dann habe ich in Potsdam angerufen, ich bin ja Berlinerin, oder eigentlich nicht, aber ich wohne in Berlin. Und da kriegte ich eine Einladung, da wurde mir gesagt, na gut, schicken Sie mal Ihre Sachen, schicken Sie mal Ihr Video oder was Sie haben, schicken Sie mal was her. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, das kann man natürlich machen, aber wenn Sie mal 3 Minuten, ich brauche nur 3 Minuten, aber wenn Sie mir ins Gesicht gucken und ich gebe Ihnen die Sachen in die Hand, das wäre mir lieber. Na ja, gut, sagt sie, können sie machen. Und dann fuhr ich frohgemuts nach Potsdam mit meinem ganzen Krempel. Dann wurde ich da draußen ein bisschen auf die Bank geschoben sozusagen. Die, was ist denn nun los? Dann ging eine Tür auf, dann guckte eine junge Frau, sagte, hallo, verschwand wieder. Dann dauerte es noch mal 10 Minuten. Dann ging die Tür wieder auf, dann kam eine andere, sagte, ja, also ich bin Frau sowieso und ich mache hier das Casting und wollen Sie nicht mal reinkommen? Und ich sage, ja, ist in Ordnung. Und dann meinte die, wissen Sie, also irgendwie, ich habe hier mal so eine Charakteristik und wollen Sie nicht eine kleine Szene spielen? Ich so, ja, warum eigentlich nicht? Hab mir das durchgelesen, hab mich draußen hingesetzt, hab noch ein bisschen probiert, so für mich selber. Und dann bin ich da rein, dann lief die Kamera, also ich hatte überhaupt keine Zeit, irgendwie aufgeregt zu sein oder irgendwas. Dann war das Ganze vorbei und dann sagte sie, oh, das haben wir auch selten erlebt und wir telefonieren gleich. Und am nächsten Tag kriegte ich einen Anruf, dass ich das bin. Und jetzt kommt aber der Übergag. Die junge Frau, die als Erste rausgeguckt hatte, das war die Assistentin von der Casterin. Und die sagte mir später, ich bin rein, draußen sitzt, nicht Hörn, nicht Möhrchen, sondern damals sollte die noch Hörnchen heißen. Also Frau Horn, Hörnchen, Frau Horn, draußen Hörnchen. Sitzt Hörnchen. Und damit, also ich hätte, glaube ich, das alles gar nicht machen müssen, weil vom Typ her wollten die genau sowas haben und dann lief das. Und du hast dich von vornherein dann auch mit der Telefonnummer für die Sekretärin beworben. Niemand dran gedacht, ich möchte auch so. Nee, ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ach, nee. Ich wusste nur, dass es einen Frauenknast gibt. Was die da für Rollen zu vergeben hatten, weiß ich nicht. Also ich habe einfach nur gesagt, nee, das wurde mir jetzt von der Casterin gesagt. Hier ist die Charakteristik und lassen Sie sich mal eine Geschichte dazu einfallen. Das habe ich gemacht. Und dann warst du das Hörnchen. Und dann war ich das Hörnchen und später wurde das Möhrchen. Ja. Also ich fand es interessant, als ich dann das Angebot, also als ich dann wusste, ich fahre nach Berlin, gab es dann doch auch so ein paar Produzenten und auch Sender, die gesagt haben, um Gottes Willen, mach das bloß nicht, das wird ein Flop, das ist was ganz Schlechtes und das sollte man nicht machen, wenn man seriöse Schauspielerin sein will. Und ich hatte wirklich Angst, also ich wusste nicht, was machen wir denn da, so Schlimmes, dass das so furchtbar ist. Es war in der Branche am Anfang sehr unbeliebt. Und also ich habe wirklich so, also ich war sehr unsicher dann auch, ob das wirklich jetzt gut ist oder ob ich mir schade damit. Und das ist halt zum Glück ja überhaupt nicht der Fall und ist einfach eine große Skepsis eigentlich in der Branche auch gewesen, was Hintergittern angeht. Aber das gibt's eigentlich bei fast jeder Serie. Wenn irgendeine Serie produziert wird, bloß nicht, dann kommst du in eine Schublade und machst es nicht. Und wer weiß, was wird. Also wenn du immer so zögerst und zauderst, da wirst du in deinem Leben wahrscheinlich überhaupt nicht drehen. Zumindest nicht in irgendeiner Serie. Also da muss man. Und ich denke, und hast ja immer noch im Hinterkopf, wenn ich das Gefühl habe, das ist doch nicht das Richtige, kann man ja auch wieder irgendwie aussteigen, wenn man das wirklich möchte. Aber ich muss mal sagen, ist jetzt ganz am Anfang, aber so eine tolle Truppe, wie wir da draußen waren,
Das habe ich eigentlich ansonsten kaum jemals erlebt. Wirklich, und auch alle Bekannten, also Kollegen, die in kurzen Rollen da drin waren, die man so kannte, die sagten, zu euch kommt man wirklich und freut sich. Das war, lag natürlich auch daran, dass wir alle zusammengearbeitet. Da war also der Producer hatte sein Büro neben der Kantine mehr oder weniger, gut, es war ein Gang weiter. Die Autoren haben ein Stückchen weiter gesessen. Und wenn du irgendwas hattest, konntest du sagen, also jetzt gehe ich mal dahin, jetzt gehe ich mal da und schütte mein Herz aus. Und das funktionierte. Wunderbar. Ja, die mochten sich wirklich alle. Und die gestört haben, es gab ja manchmal auch Kollegen, die ein bisschen gestört haben, die wurden dann rausgeschrieben. Es ergab sich einfach so. Die haben sich dann erschossen. Irgendwie war das super. Ja, ne? Jetzt, ja, was soll ich jetzt davon halten? Also jetzt mal ehrlich, ich wurde umgebracht. Nein, dich mochten also man mochte mich dem Fall nicht. Nein. Jetzt weiß ich Bescheid. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ja, ich bin auch gerne gekommen. Nein, das ist nicht wahr. Dich mochten wir wirklich. Jetzt kriegst du die Kurve nicht mehr. Doch, ich habe nur gesagt, grundsätzlich war das im Prinzip. Aber das Allerschönste, ich mochte ja Isabella sowieso, die ist ja so eine hübsche und so eine schöne Blonde. Vor allen Dingen. Und vor allen Dingen hat sie ja eine Hochzeit gefeiert und die hatte ein Hochzeitskleid an. So ein schönes Kleid. Ja, ist es nicht schön? Und dann gingen wir beide über, die kam aus der Maske, wir gingen so, naja, nicht über den Flur, sondern über einen freien Platz. Ja. Und da wollte ich sie so sagen, ach, das sieht aber schön aus. Bloß nicht anfassen. Ich war zwei Stunden in der Maske. Ich war 4 Stunden in der Maske. Na gut, dann war's. Da habe ich doch ein bisschen mehr gebraucht. Nein, aber es sah schon toll aus. Und ich habe gesagt, wenn ich mal eine Schwiegertochter kriege, die ich gut leiden kann, also eine künftige, dann kriegt die so ein Hochzeitskleid von mir. So. Ja, aber ich habe noch bei eBay gucken, ob es das noch vielleicht zu ersteigern gibt. So original Brautkleid von Lollo Fuchs. Kann man vielleicht. Da hieß ich ja noch Kühne. Stimmt. Ja, also eigentlich hast du Ilona mich falsch vorgestellt. Ilona Kühne, dann Fuchs, aber dann und wieder dann, Kühne. Und dann war verstorbene Kühne. Verstorbene Kühne. Oh Gott. Genau. Ja. Aber es war ja immer ein Kommen und ein Gehen dann bei euch. Bei 403 Folgen kann man ja das nicht nur mit dem Urgestein sozusagen machen. Nee, das wäre ein bisschen langweilig geworden. Wenn wir beide, also es mussten schon noch ein paar mehr kommen. Ja, sollen wir denn hier auch noch mal ein paar mehr dazu holen? Ja, hast du denn noch ein paar mehr irgendwo ausgeholt? Ich bin gespannt. Ja. Wollen wir noch mal hinterher? Ich dachte, wir sind jetzt so eine Dreierrunde hier. Lotter 3. Ja, warum eigentlich? Gut, ja, dann wir können das auch zu dritt machen. Also, nein, wenn sie da sind, sollen wir dann einfach mal gucken, ob dann noch jemand hinter der Mauer ist? Aber sicher doch. Ja, dann gucken wir doch einfach mal rein. Ah! Was ist denn da? Nach Jahren wiedergesehen. Hallo, sag mal. Das ist nicht lange her. Oh, hey. Hallo, na, alles gut. Hallo. Ja, nimm Platz. Meine Lieben, Markus Grüßer, bekannt als Tom Weber. Namen. Und Sigrid Schnückel. Als Melanie Schmidt. Hi. Prost. Ja, Prost erstmal. Ist der gut, der Wodka? Ja, wunderbar. Wunderbar. Hab ich selber gemacht. Perfekt. Ja, ne? Ja. Mit einer Fettkerze unterm Bett aufgestellt zum Ausdestillieren. Und vorher musste ich Eisbein schrubben mit einem stumpfen Messer. In der Küche so runterschieben und das war richtig eklig. Das stelle ich mir vor. Ja. Macht auch schöne Geräusche, ne? Ja, nee, aber alleine diese ganz schmierige, fettige Finger hatte ich dann und irgendwie das so runterzuziehen, irgendwie, das war eklig. Ja, das war richtig, war nicht schön. Ich suche gerade ein. Ihr seid ja gerade durch die Mauer aufgekommen. Du hast schon dein Lieblingsbild gefunden. Ich finde die Maschine viel besser als das, was drauf sitzt. Ja. Also, halt das doch mal zum Publikum. Ich würde sagen, die Kombination ist es. Ja. Ja, das ist die Maschine, die ich, beziehungsweise die mein Charakter Tom Weber von meiner geliebten Elke Meier. Ich danke. Bitte? Lang ist her. Geschenkt bekommen habe, um mit ihr dann nach dem Gefängnis irgendwie in den Sonnenuntergang abzuhauen. Ah, ja. So. Musst du mal darüber halten, die haben es nicht gesehen. Oh, Entschuldigung, natürlich. Schöne Maschine, ne? Ja. Oh. Na ja.
Das war ja auch ein tolles Motorrad. Ne? Ah, Entschuldigung. Großartig. Das würde ich gerne jetzt haben. Das wäre super. Wie kamt ihr denn? Ich könnte noch mal hinter die Mauer. Ja, wir mussten ein Gespräch abbrechen, das ist schon wahr. Ja, Unverschämtheit, oder? Ja, ganz schlimm, dass du dann unerwartet rufst. Ja, okay. Ich später. Wie kamt ihr denn dazu? Wer ist denn jetzt zuerst gefragt? Du. Ich. Ladies first. Also ich habe auch ganz normal, ich bin erst eingestiegen in Folge 111. Ich habe dann ich wurde eingeladen zum Casting. Aber da wurde man dann schon eingeladen ab späteren Folgen? Ja, man muss nicht selbst initiativ, sondern ich wurde geladen und musste eine kurze Szene spielen. Die sollte ich einmal so mit ganz kleiner Stimme so zurückhaltend spielen und einmal so richtig rauspfeffern. Und ich sollte eigentlich nur 4 Episoden spielen und dann von Walter ermordet werden. Und mein Rollenname sollte eigentlich sein Melanie Griffig. In Anlehnung an Melanie Griffith natürlich. So. Und dann ist dir irgendwie eingefallen, dass für die Rolle Walter nicht gut ist, wenn sie eine Mörderin wird. So, die hat ja alles Mögliche verbrochen, aber eben keinen Mord. Und dann hat man sich umentschieden, also dass man die Geschichte irgendwie anders weitererzählt, dass ich das irgendwie überlebe und sie fast umbringe. Und da wurde der Rollenname dann nochmal geändert. Und ja, dadurch blieb ich dann einfach ziemlich lange dabei. Bis zum Schluss. Bis zum bitteren Ende, ja. Bis zum bitteren Ende. Weißt du, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann? Nee. Wie du so ganz zurückhaltend beim Casting diese Rolle. Ja, halt jetzt nicht so mein Gegenüber greifend und schüttelnd und so, sondern einfach, dass man so mehr so ein bisschen subtil, so nicht schüchtern, sondern eher subtil solche spielen. Subtil und einmal sehr aggressiv. Aber das Aggressive war, glaube ich, besser. Nee, Subtile kann ich auch ganz gut. Dass du das kannst, bezweifle ich doch. Wahrscheinlich war das Aggressive besser, das kann ich sagen. Ja, das denke ich auch. Was hat ihr nicht alles erlebt, die Rolle? Unglaublich, ja. Ich glaube, wir alle, ne? Alle, unglaublich. Was wäre gewesen, wenn du nicht ausgestiegen wärst? Ich? Ach so. Ja, was wäre? Ich hab eh alles schon durchgehabt. Ich habe auch am Schluss zu den Autoren gesagt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch spielen soll. Ich habe keine Brüste mehr, ich habe meinen Ehemann nicht mehr, ich habe mit dem Fahrer geknutscht. Ja, was soll da noch kommen? Du warst das. Warum hast du auch mal, oder was? Der war eigentlich für mich reserviert gewesen, ja, weil eigentlich sollte Tom Weber dann schwul werden und dann, aber so weit wollten sie es dann doch nicht kommen lassen. Nee. Ja, aber es ist wirklich dramatisch, also was man als Schauspieler, also eben alle spielen darf, das fand ich einfach toll, weil es gab so Höhen, Tiefen und so weiter, aber von blond, naiv, erwachsen, heiraten, Brustkrebs, Alkoholikerin und umgebracht, was soll noch kommen? Nee. Stimmt. Schwierig. Nee. Vor allen Dingen als Tote weiterspielen ist auch schwierig. Ja, das ist total schwierig. Guck, sie leben ja wieder. Ja, genau. Aber jetzt kommt die Frage nochmal, wie genau, er dazu genau, bekommt. Genau, richtig. Markus, wie kannst du? Ich dachte, es würde mir erspart bleiben. Na gut. Nein. Es fing auch mit einem Casting an, allerdings nicht für Hintergittern, sondern für ein Konkurrenzprogramm. Darf ich das sagen? Ja, klar, natürlich. Für Rosenheim Cops, das damals im Casting war. Und da war ich eben auch als einer der Kommissare angefragt und ich fuhr dahin. Und man sagte mir, ja, das war ganz gut. Und auf die Gegenfrage, wie lange braucht es denn, dass ihr euch denn entscheidet? Dann hieß es, ja, Weihnachten, nicht später als Weihnachten. Und es war sehr ruppig alles und ich traute mich dann gar nicht mehr, irgendwelche anderen Fragen zu stellen. Gut, ich wartete also bis Weihnachten. Nachdem am 24.12. dann auch kein Anruf kam, dachte ich mir, gut, also die Rolle bei den Rosenheim Cups, die kannst du dir abschminken, hast du nicht. So, vor... Also 2 Tage vor Heiligabend rief aber der Produzent von Hintergittern an, Joachim Kosack. Und er hat gesagt, Markus, wir können uns vorstellen, dass du bei uns mitspielst. Als Schließer und so weiter, bla bla. Sag ich, ja wunderbar, aber wie gesagt, ich muss noch auf den 24.12. warten, weil da ist noch etwas anderes im Petto. Ja, ja, okay, du kriegst meine Privatnummer. Wenn die sich bis zum 24.12. nicht melden, dann rufe mich am 25. am Feiertag, ruf mich dann. Also Wahnsinn, Produzentennummer, hey, Feiertag, wunderbar. Ruf mich dann bitte an. So. Es kam bis Weihnachten eben nicht diese Zusage von Rosenheim Cops. Ich habe gedacht, wunderbar, dann spielst du halt bei Hintergitter mit. Sagte dem Joachim Kosack zu. Und am 3. Januar, ich weiß noch wie heute, rief mich dann die Casterin an und riss mir im Telefon den Kopf vom Halse, was mir denn einfallen würde, bei einer Serie für RTL zuzusagen, obwohl ich genau wüsste, dass ich Rosenheim Cops bekommen habe. Sag ich, woher soll ich das denn wissen, wenn ich, das hat mir keiner gesagt und bla bla. Auf alle Fälle bin ich dann bei Hintergittern gelandet. So. Ja. Da haben wir aber gesagt, dass die so trieflich waren. Ja. Und dann im Nachhinein, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, ungefähr
anderthalb Jahre später, nachdem ich bei Hintergittern ausgestiegen bin, habe ich gedacht, jetzt meldest dich mal wieder beim ZDF, bist ja wieder frei, ne? Und rief dann an und sagt, hallo, servus, ich bin wieder da und so. Und die so, ja, ich dachte, Sie arbeiten nicht mehr fürs ZDF. Oh, ja, Wahnsinn, was soll das denn? Dann hat die mich so angeschwärzt beim ZDF, so quasi der Grüßer will nicht mehr beim ZDF arbeiten, um mir einen eigenen Kopf zu retten. Mhm. Und naja gut, okay. Wollte ich nochmal loswerden. Ja. Aber es bleibt ja unter uns. Ja. Ja. Natürlich. Hier bleibt alles. Was in Hamburg bleibt, das bleibt in Hamburg. Sag mal so. Und bereust du es, dass du dann hinter Gittern zugesagt hast? Nee, nein, gar nicht. Nee, weil ich meine, es wäre natürlich, auf der einen Seite wäre natürlich ein Heimspiel gewesen, Rosenheim-Kops. Weil ich komme ja so, falls noch keiner gehört hat, aus dem Oberbayerischen. Aber auf der anderen Seite hätte ich natürlich die ganzen wundervollen Leute hier verpasst. Ja. Und, nee, das war wirklich, das war ein Wahnsinns-Team-Work. Ja. Und ich bin gerne ein Teamplayer und vor allen Dingen mit auch ebenfalls engagierten Teamplayern. Weil nur miteinander kann was Vernünftiges entstehen. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, jemand, der gegen gespielt hat, der wurde dann so mal so ein bisschen so raus. Ne? Hm. Das war doch, persönlich, wenn ihr jetzt so weitermacht. Das ist ja furchtbar. Ich bin freiwillig von mir ausgegangen, muss man jetzt mal kurz erwähnen. Bitte weiter. Und das war dann ein wahnsinniges, tolles Team und eine schöne Aufgabe, schönes Arbeiten. Ja. Man kam nach Hause, war befriedigt. Man kam zwar nach Hause und sagte, ja, so oft wie du mit Mona geschlafen hast, musst du auch befriedigt sein. Mit wem habe ich denn nicht geschlafen? Ja, mit mir. So. Ich war schon tot. Ich habe die Kurve im letzten Moment noch gekriegt. Melanie wollte ja immer. Melanie hat es versucht. Ja, sie hat ihn ja erwischt, als er mit Elke im Fitnessraum, ne? Sag mal. Mit wem? Doch. Mit wem hast du denn im Fitnessraum? Nein, das war die. Nein, das war. Nein, das war schon ein bisschen Elke. Entschuldigung. Das war die zweite Elke. Genau. Denise Hartung. Richtig. Aber mit Elke hast du auch im Fitnessraum. Aber ich meine, ich bin hundertprozentig sicher mit Elke. Heftig. Ja. Das weißt du, hallo, darf ich das mal weitererzählen? Das war mit Elke hundertprozentig. Ja, ja. Also mit Maren. Wir haben schon gerade herausgefunden. Schauspielerin, Name, Maren, so. Genau. Und dann wollte ich dich halt erpressen, weil man ist ja da ein bisschen bedürftig, so, wenn man so lange im Gefängnis ist und so ohne Herrenbesuch. Und dann kam die Lachscreme. Genau, da hat er mir dann irgendwas in die Lachscreme getan. Dann hast du die abgefüllt, dann wollte sie ja nicht mehr. Wahnsinn, du hast richtig. Den konnte ich ja nicht mehr, ich war ja dann, fertig. Bravo. Ich habe nur die 15. Staffel nicht geguckt, sonst habe ich alle durch. Oh. Ja, ich muss mich ja irgendwie informieren, oder? Also irgendwer muss ja Input geben. Du hast ja aber auch viel gemerkt, ne? Ja, ich vergesse es immer wieder. Ja, ja. Habt ihr die Hausaufgaben nicht gemacht? Alle Folgen nochmal vorher angeguckt? Ja, aber dann hat Herr Alzheimer zugeschlagen. Ach so. Der kam nicht alles wieder, ne? Dabei macht, das ist unglaublich. Wir haben ja auch was vorbereitet. Also Sigrid und ich, wir waren ja nicht untätig, ne? Nee. Nee, wir haben uns gedacht, wann war das? Am 3. Oktober, als wir beim Showtalk waren. Man hat nichts Besseres zu tun. Wie sieht denn der Knast heute aus, haben wir uns gedacht. Ne? Ja. Und da haben wir uns gedacht, wir packen uns ein Eutöken, packen uns eine Kamera. Genau. Einen netten Kameramann. Ja. Und, genau. Hat sich ganz schnell versteckt, der junge Mann. Moin. Und sind dann eben nach Berlin gefahren. Nach Spandau, genau. Genau. Und du warst ein bisschen überrascht, oder? Ja. Und das gab's alles noch? Das steht alles da, bis auf natürlich ist die Mauer ist nicht mehr da, diese Schleuse ist nicht mehr da. Also die Mauer war ein ganz großes Stück mit diesem Wachturm. Ja. So darf man nicht vergessen, sonst die anderen Gebäude waren ja nur gepachtet. Ah ja. So, und die sind eigentlich so zurückgegeben worden, wie sie waren. Und die Panzerhalle, wo halt das meiste eigentlich stattgefunden hat, mit den Zellen, was war da? Gruppenraum war da drin, Flurstation B, mit dem Aquarium, hinten war die Wäscherei, Kleiderkammer. Irgendwo hier ist auch der Grundriss vom Panzer. Aber ich habe mich nämlich da teilweise auch vertan. Ja, aber die Panzerdingens haben wir ja auch noch. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach, wir fangen mal mit der Kapelle an. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, das ist das einzige Gebäude, was jetzt auch wieder verpachtet ist an Unternehmen und alles andere steht leer und rottet vor sich hin. Ja. Mit Sperrholz verkleistert, weil Kupferdiebe die Rohre aus der Wand reißen. Genau. Ja, damit lässt sich ja Geld verdienen. Genau, ja. Richtig. Ja, ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal in die Matz rein und sagt einfach was dazu. Ihr könnt einfach drauf losreden, wenn irgendwie was. Guck mal, sie ist schon ganz ich wusste einen Raum nicht mehr. Aber die haben ja auch manchmal umgebaut nochmal. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, ja. Bei mir sah das noch anders aus.
Ist das wirklich hinter Gitter? Das ist meine Garderobe gewesen. Guck mal, da war ich. Das war das Haus 11, was ja eigentlich die Wäscherei war. Aber wir gucken mal in die Mats rein. Ich würde mal sagen, Mats ab. Mhm. So, Nessie, guck mal, das war unsere Kapelle. Aha. Ja, das haben wir immer ein bisschen getrickst, weil normalerweise ist sie ja nicht auf dem abgeschlossenen Linksgelände gewesen. Durch die Zäune und so sieht man das ja dann gar nicht. Also es wirkt immer so, als wäre das auf dem Gefängnisgelände. Und das war hier schon immer alles so ein bisschen zugewachsen, aber nicht ganz so schlimm wie jetzt. So, guck, da standen natürlich ganz viele Bänke und Säulen. Da sieht man auch noch, wo die Pappmaché-Säulen gestanden haben. Ja, die waren durchaus Pappmaché. Ja, die waren ganz leicht, ja. Wenn manchmal so jemand wie du dann, so eine Schluse, wenn die dann mal nach einem langen Drehtag so eingeschlafen ist, dann ist er mit der Säule umgefallen. Witzig. Ja, genau. Und ja, ich weiß nicht genau, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich dachte, wir hätten Kirchenfenster gehabt, aber vielleicht hatten die nur was vorgeklebt, Folie oder so. Das müsstest du mal, wenn du dir die Folgen anguckst, nochmal genau recherchieren, wie das war. Und hier haben wir auch eine der letzten Szenen gedreht. Ja, kurz bevor mit den Wunderkerzen hier in die Freiheit rausgegangen. Genau, da sind wir dann rausgegangen und dann über den ganzen Hof angeblich und durch die Schleuse und raus. Sigrid sagte gerade schon, wir sind gar nicht auf dem Gelände drauf. Genau. Das befindet sich irgendwie, ein bisschen wie viele Luftmeter? Ja, nicht so weit, das sind vielleicht irgendwie 100 Meter, aber es wäre normalerweise außerhalb des Geländes. Genau, ja. Wo man es gar nicht vermutet. Aber wäre immer so getan, als wären wir auf dem Gelände. Ja. Tja, das ist Fernsehen. Sind wir, ja. Wir tun so immer nur ob. So, als ob. Und dann, dabei stimmt dann hinten und vorne nichts. Nee, nix. Nee, so ist das dann. Nee. Ja, jetzt ist es ein bisschen trist hier. So, ne? Ja, aber immer noch schön. Sind geblieben, das freut mich. Die Scheiben, ja. Das leuchtet noch so. Andenken. Genau. Blut von Schwester Ruth sieht man auch nicht mehr. Nee, ist auch abgeleckt worden dann wahrscheinlich zwischenzeitlich. Mm. Ja, es gab ja immer so ein paar wilde Schließer, die so blutgeil waren. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Genau. Zum Glück bin ich nicht so eine. Ja, aber es war nicht mein Lieblingsdrehort hier, weil das auch ein bisschen dumpf ist, die Decken so niedrig und so. Was war denn so die längste Zeit, die du hier drin verbracht hast an einem Stück? Einen ganzen Tag. Einen ganzen Tag? Ja. Und das war vor allem immer öde, weil man als Gefangener geredet haben ja meistens immer nur die Priester oder die Pfarrer, die da waren. Vielleicht mal gab es ein Gespräch mit den Schließern oder man zischelte was. Meistens saß man rum und langweilte sich, weil man wirklich nicht so besonders viel zu spielen hatte, außer zuhören oder in der Nase bohren oder so. Ja. Und das, oder aufstehen, rumschreien und rausgeschickt werden. Oder sowas, ja. Aber man hatte keine Szene zu spielen so richtig. Und deswegen waren das immer so ein bisschen die öden Tage hier in der Kapelle. Hochzeiten, wie viele waren hier? Was aber auch bescheuert ist. Ja, Adler hat den Baumann geheiratet hier. Mhm. Aber sonst wüsste ich nicht, dass hier noch... Warte mal eben, Ilse? Ilse hat doch auch noch, das war aber vor meiner Zeit. Das weiß ich eben nicht. Aber die könnte auch hier geheiratet haben. Lolo Fuchs hatte in der Kantine... Und dann war Ilse die erste Hochzeit hier in der Kapelle. Müsste ja hier gewesen sein, ich darf ja nicht raus. Was mich aber wundert, dass das Gefängniswärter in der Kirche auf dem Gefängnishof, warum sie das so, ja gut, war billiger wahrscheinlich. Ja, natürlich. Wollen wir mal in die Gärtnerei? Gucken wir mal, wo du da reinkommen. Die ist ja um die Ecke. Die ist nicht weit, nee. Also man hat mir ja gesagt, in den Schuhen, wird schwer. Wir müssen ja durch das Fenster rein. Ja, wir gucken mal. Kriegen wir das hin? Ich will es hoffen. Ja. Wir schaffen das. Ja. Wir sehen uns dann gleich mal in der Gärtnerei. Ja. Wir gehen jetzt mal rüber und ihr kommt ja alle mit und ja. Machen wir es nochmal. Bis später. Also bei der Kapelle hat man jetzt gesehen, hat sich ja nicht wirklich viel verändert, oder? Nee. Die Wände immer noch fliederfarben, mit den Flecken auf dem Boden. Gut. Ja. Also was ich schön fand, aber es war noch zu meiner Zeit, also wenn wir in der Kapelle gedreht haben, das Team, es waren alle immer so... nachdenklich, bedächtig, bis sie eingeschlafen sind dann. Aber, ich frage mich mal, warum die eingeschlafen sind. Also ich habe wirklich auch Fotos vom Team noch gemacht, wie die, also zum Beispiel der Beleuchter saß so da. Regisseure manchmal auch. Nein, aber ich fand es eigentlich so schön, weil es so eine ganz andere Atmosphäre war und nicht so kalt und ich mag den Nebel halt. Ich mochte halt die Kapelle gar nicht. Und ich hatte sehr viele Szenen zu spielen. In der Kapelle? Ja gut, das hat damit zu tun. Wenn du da gute Szenen zu spielen hattest, dann macht so ein Spielort auch Spaß. Mir hat einfach immer, das erzähle ich aber bestimmt auch noch mal irgendwie in so einem, also mir hat immer die Wäscherei und mir hat immer die Küche und die Gärtnerei, die haben immer total viel Spaß gemacht. Ja, weil du da die besten Szenen hattest. Ja, weil es ja auch so original, gut, die Wäscherei war reingebaut, aber das andere war original da, war alt, war gelebt und nicht irgendwas, irgendeine Deko, die aufgebaut war. Deswegen habe ich da am meisten
Spaß gehabt. Du schiebst mir immer dann, wenn es montags war, die Kapelle montags. So nach dem Wochenende, weißt du, und dann montags gleich erstes bis fünftes Bild. Mit Massen auf Komparsen immer dazu, die alle langweilten sich da um die Wette, ne? Genau, ja. Aber da war ja Live-Konzert drin ein paar Mal, oder? Mhm. Ihr hattet ja auch live. Also ich kann mich jetzt echt nur doch an den einen Gitarristen, was war denn da noch? Haben die Jailbabes haben da auch mal gespielt, genau. Das stimmt. Wir haben da geprobt, dann haben wir da aber geprobt. Auch noch eine... Nein. Da die irgendwie Sonja, also Bea Hansen, organisiert hatte, auch eine ganz tolle Sängerin, die auch mit Gitarre. Genau. Man hat immer nur irgendwie mit Gitarre in der Kapelle. Genau, ich kann mich auch erinnern. Das war auch eine wirkliche Sängerin, die wirklich momentan da so ein Hit. Ja, das ist eine echte Sängerin, die da momentan echt einen Hit hatte. Irgendwas. Ja. Da war doch was. Was war das? Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war. Aber hat mir die auch mal irgendein Schlagersänger gesehen? War der auch in der Kapelle? War das nicht dieser komische Mensch aus Mallorca? Karel Gott hatten wir mal, das kann ich mich erinnern. Und dann hatten wir noch diesen Menschen aus Mallorca. Jürgen Drews, ja. Stimmt. Der hat ja auch. Und der hat in der Kapelle gesungen. Der war in der Jury bei irgendwie so einem Band-Contest. Ja, ja. Das Knasttalent. Genau, sowas war das. Und da war der Jurymitglied. Ja, das war lange, lange nach dir. Da war die Bergdorfer blind und ist dann blind aufgetreten und hat dann den Blindenbonus sich geben lassen. Aber sie war eigentlich ja nicht mehr blind. Nee, das war ja das Schlimme. Das war ja ganz Schlimme. Weil sie den Männern auf den Arsch gucken wollte, hast du dann, ja, du bist leider zu früh. Aber die Bergdorfer hat das ja auch immer auf dich abgesehen gehabt, ne? Du hattest immer diese Rolle, alle wollten mit dir, oder? Musst du das jetzt hier ansprechen? Ja, na, wenn schon, denn schon. Ich dachte, das hört man so. Hör nicht. Hör außer Konkurrenz. Ich dachte, das kann man so ausblenden jetzt irgendwie, aber nee. Das ist ja wieder richtig so auf den Punkt getroffen. Mal, ja. Er kommt gar nicht dazu. Ne? Er wickelt sich so rum sich und macht das irgendwie ausblenden. Nein, aber war eine schöne Rolle. Ja, war eine sehr schöne Rolle, ja. Doch, auf alle Fälle. Ich war ja dein Vorgänger eigentlich, weil ich ja auch alles, was männlich war, wollte ich ja haben. Also? Gab leider nicht so viel. Ach, Egon Hoffmann, Kittler... Ja, nee, Kittler haben wir ja dann, Zöllner haben wir umgebracht. Mhm, stimmt. Ja. Ja. Stimmt. Zöllner haben wir umgebracht. Ja, ja, nee. Passte ja fast nicht in die Wäschetrommel. Da kann ich mich noch erinnern, wirklich. Der musste in die Wäschetrommel als Leiche. Und dann, haben wir den da reinzuhieven, naja. Das ist nicht obwohl so das einfach. Ja schon relativ groß. Ja, aber, also, ja, aber der aber ist auch groß. Wäsche oder Trockner? Nee, Wäsche. Wäsche? Mhm. Also, Trockner dann besser gewesen, da war der Eingang, glaube ich. Größer. Nee, im Trockner haben wir dann eine Puppe reingetan. Aber Wäschetrommel, da hatte ich auch mal so ein Erlebnis mit den Fatcats, beziehungsweise mit einer der Fatcats. Bist du dann in der Wäschetrommel gelandet? Nee, eben nicht. Aber wir hatten eine Schlägerei irgendwie und die Szene war dann so, dass ich durch irgendeinen Schlag vor der Wäschetrommel so zum Knien komme und sie nimmt diese Wäschetrommel, die Tür und haut mir die mit voller Wucht an den Kopf rum. Und das Problem war, da stand immer so ein Hebel vor. Ja, aua, ja genau. Ja, so ja, der Verschluss. Der hat mich genau am Euer erwischt. Wir sind ins Krankenhaus, das ist auch dann genäht worden und so, aber ging dann weiter, weißt du? Oh. Mareike Fatke wahrscheinlich, oder? Oder die Kleine? Ja, die war ganz fies. Ja, die waren beide von uns am Anfang. Ja. Nee, super, also ganz tolle Kollegen. Ja. Wirklich, die hat sich auch... Das war natürlich keine Absicht, um Gottes Willen. Nee, aber das waren diese so Riegel, ne? Die Riegel, genau. Die dann. Ja, die waren die tückischen. Mhm. Ja. Ihr wart ja sehr brutal. Ihr hattet ein Stunt-Training, würde ich mal von ausgehen. Nein, Training nicht. Es wurde immer. Es gab jetzt nicht so, dass man generell irgendwie so ein Training machte, sondern das war, dass man bevor eine Szene gedreht wird, manchmal ein paar Tage vorher, manchmal einfach nur einen Tag vorher, das versucht dazu disponieren, dass die Schauspieler dann irgendwie frei haben, zusammenkommen können. Manchmal mussten wir auch extra rauskommen, damit man das einmal so vom Stunt-Ablauf her durchprobt, damit da keinem was passiert und damit so gut wie möglich aussieht. Und auch, es ist ja eine Choreografie, ne? Also es ist ja alles wie ein Ballett. Da hatten wir doch so einen Trainer, mein Gott. Wer war? Michael Bornhöter. Genau, den meine ich. Der hat einen Oscar gewonnen, weißt du das überhaupt? Nee. Einer der besten Stuntleute Deutschlands. Donnerwetter. Mit seinem Team. Echt, ja? Ja. Ja. Der war richtig gut. Ich weiß jetzt nicht genau für was, aber die haben da mit der Truppe einen Oscar abgeräumt. Und den fand ich super, weil der einen richtig gut motiviert hat, Sachen zu machen, die man sich sonst vielleicht nicht traut oder so. Ja. War Möhrchen mal aktiv, was so also, angeht? Ich habe nicht geschlagen, aber ich habe... Wir wurden ja mal als Geiseln genommen und wir dann da gefesselt und hockten nun da irgendwie da rum, dumm. Und dann kam das SEK und das wurde auch vorher ein bisschen probiert, weil die uns jetzt runtergedrückt haben und Kittler wurde fast umgebracht, der lag dann blutend mir im Schoß. Also das war, ich muss mal ehrlich sagen, man spielt natürlich,
Aber ich habe nur gesagt, ich möchte nie das in Wirklichkeit erleben. Und auch wenn du weißt, es ist Kunstblut, wenn da einer liegt vor dir und blutet und da steht einer mit dem Messer und also es ist schon und das Allerschlimmste war für mich, diese SEK-Leute sehen ja aus wie Verbrecher. Ne? Die das sind ja echte, ne? Ja, das waren ja. Echte, also echte Ausgemusterte, aber die haben, waren nicht mehr aktiv, glaube ich. Das weiß ich nicht, aber man hat einfach so eine Truppe, solche Schränke. Ja, man Schränke, hat so eine Truppe, so eine so Schränke. Voll mit Schwarz und alles dann, und dann diese komischen Masken, die da haben. Als die reinkamen, also mir lief wirklich das, und dann drückten die einen runter. Es war ganz schön fürchterlich. Also das möchte ich nie im wirklichen Leben erleben müssen. Nee, ich glaube, keiner. Unbedingt. Nee. Irgendeine Szene, die ihr gerne, die ihr gespielt habt im Knast und gerne mal erleben wollt? Fitness? Für die ist das einfach. Ja. Nee. Ich weiß, so spontan muss erst mal, bin ich so spontan, ich muss ein bisschen alles überlegen. Alles 3 Tage her, ne? Also, man erleben wollte. Ganz ehrlich, ich möchte nie einen Knast. Naja, gut. Das also, das ist schon das Grundprinzip eigentlich. Ja, aber richtig, genau. Also, wirklich, es gibt Szenen, die ich ganz... Also geliebt habe zu spielen, das gibt es ja viele. Was wäre das für eine? ich überlege gerade, also das eine, also ich mochte so die Momente, die halt in, also wo die Szene lang wurde, wo man wirklich auch mal was erzählen konnte, also wirklich auch Gefühlsausbrüche spielen konnte. Also zum Beispiel ganz am Anfang, Folge 2. Wo ich wirklich da ans Gitter renne und sage, dass die ganze Bude brennt. Wir haben ja gleich einen Aufstand. Wir haben im Aufstand angefangen. Und und da waren wir alle frisch. Wir kannten uns noch gar nicht. Und wir wussten auch nicht, wie spielen die Kollegen. Das kann man natürlich irgendwann, weiß man, naja, der redet so, der sagt dann das so. Und man hat keine Ahnung. Das war so eine Massenszene. Es war total konzentriert und dann brennt es und ich renne ans Gitter und schreie irgendwie nur so, Hilfe, holt mich hier raus! Und dann hat Uschi ausgeholt, mir einige Klatschen gesagt, irgendwie, ich weiß nicht mal, irgendwie nicht mehr, Blondchen reiß dich zusammen und irgendwie so. Und dann muss ich so. Und das war halt, weil es eine Massenszene war, so anstrengend, weil wir die ganze Zeit, den ganzen Tag gedreht haben, bis ich endlich mal schreien konnte. Und ich saß dann irgendwann nur noch in der Ecke und habe mich konzentriert. Und der Regisseur hat schon gedacht, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Aber ich habe gesagt, ich komme nie wieder in diese Angst rein. Aber das war so toll, weil es gab dann auch Feuer. Also es war wirklich eine richtig Panikstimmung. Also die habe ich total gemocht. Und und mein Mord fand ich auch spannend. Ach, als du ermordet wurdest oder hast du jemanden ermordet? Nee, ich wurde ermordet. Ich hatte den falschen Bademantel. Man sollte nie einen Bademantel ausleihen. Es kann tödlich enden, habe ich dann daraus gelernt. Sag ich zu meiner Frau auch immer. Ich nehme mir nie meinen Bademantel. Aber das war auch rührend, eben wie du jetzt gerade gesagt hast. Es war halt dann das andere, dass dann alle Kollegen, also ich wurde erstochen. Das war dann auch, das gab dann so einen Silikonrücken, den ich gekriegt habe, damit das Messer, was reingeht, wirklich auch echt aussieht. Das war auch für die Kollegen ziemlich hart, weil das fühlt sich an wie Fleisch. Und man braucht ja wirklich Gewalt, also vor allem an eine Frau, um ein Messer da reinzustechen. Und natürlich habe ich immer gehofft, dass dieses Kissen genug groß ist, weil das Messer war auch groß. Und hinten war dann auch noch so ein Blutkissen und dann stach sie da rein und man spielt dann so und liegt am Boden. Und diese Gesichter von all den Kollegen, die dann natürlich spielen, ach du Schreck. Und das ist wirklich so wie, ich stelle mir immer vor, wenn man einen Unfall hat irgendwo und man hat das Gefühl, ach alles gut. Und man merkt durch die anderen erst, es muss was ganz Schreckliches passiert sein. Und das war in dem Moment, es war schon gruselig, aber auch spannend und schön. Wer hat dich denn eigentlich umgebracht? Die ist dann weg vom Fenster gewesen. Okay. Ich frage mich jetzt, ob sie sich nicht so gut aufgeführt hat. Nein, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Okay, auch eine tolle Kollegin, ja. Ich weiß es auch nicht mehr. Auch nicht mehr. Es ist ja schon 3 Tage her. Mir haben immer solche Szenen hier Spaß gemacht. Mhm. Hier, die Bombe. So, wenn es Action gab mit unglaublich viel Maske im Gesicht und einfach, weil die ganze Spannung vom Team her, von den ganzen Schauspielern her, war einfach unglaublich hoch. Ja. Weil man auch, wie gesagt, man musste in relativ kurzer Zeit sowas herstellen und alle waren unglaublich beschäftigt und das hat mir immer total viel Spaß gemacht und dann hatte ich noch diese Baumannstod, als wir Baumann um die Ecke gebracht haben. Auf die Müllkippe geschmissen habt. Auf die Müllkippe entsorgt haben, ja, das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Aber das würde ich gerne nicht im Ernst erleben, nicht in meinem wirklichen Leben, aber ich würde das würde ich sofort nochmal drehen. Das hat so einen Spaß gemacht. Das glaube ich, ja. Komm, wir gehen, weil ich ziehe mir den Silikonrücken an. Ach, da haben wir auch noch ein sehr nettes Bild von dir, wo du gerade... Ja. Da erinnerst du mich ein bisschen an Jekyll und Hyde. Ja. Der Gesichtsausdruck, dieses Monster, was gerade irgendwie... Naja. Aber wie war denn das mit der Bombe? Weil damit... ist sie wieder aus einer Sommerpause gekommen oder in die Sommerpause eingestiegen? Oder
Die Bombe, die Bombe war doch. Ja, die Bombe hatte es genau. Erstmal und stand dann plötzlich vor den Toren Reutlitz und hat genau, gesagt, lass, so, lass jetzt explodiere ich hier mal. Genau, richtig. Nein, ist nicht die Serie damit in eine Pause gegangen, um dann irgendwann wieder zu sagen, ey, wer lebt noch und wer lebt nicht? Ja, da gab es sozusagen kleine Veränderungen dann, aber da sind eigentlich, wer ist denn da gestorben? Da sind Carrie Ann, glaube ich, ist gestorben und die kleine Judith, die Köchin. Das könnte sein. Ich glaube, die sind gestorben und ich glaube, das war sozusagen, wir verändern etwas in der Serie, oder es ist verlangt, dass wir was verändern, aber an sich haben sie da nicht wirklich viel verändert. Also es gab keinen großen Eingriff nach dieser Bombe. Und wie war da der Dreh zu? Weil das ist ja wirklich ein Aufstand. Das war ja wirklich ein Aufwand. Da war ja, viel Dreck, viel Blut, viel... Ja. Wo warst du eigentlich? Ich kann mich nur erinnern, dass ich mit Frau Bergdorfer, denn die stand neben mir, wir waren, frag mich nicht, wie es kam, aber wir standen irgendwie im Kellereingang. Wie es in Einzelheiten noch war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Dreh ganz schön anstrengend war, weil wir wurden ja auch alle dann verdreckt und wir haben ja alle irgendwie angeblich was abgekriegt. Und dann wurde so eine riesige Windmaschine angestellt und es flog einem alles um die Ohren, was da irgendwie war. Also Mörchen hatte eigentlich nichts weiter als Angst. Naja, wie eigentlich fast immer. Außer einmal, da hatte Mörchen keine Angst. Ich hatte ja wirklich eine Rolle, die war ja immer so ganz lieb. Und es hing mir auch manchmal zum Hals raus, immer so ganz lieb zu sein. Und irgendwann sollte ich rausgeschmissen werden. Und da ist es aus mir rausgeplatzt. Und da habe ich mich einfach mit Worten, das werde ich nie vergessen, in diesem, ja, bei uns da in diesem Büro. Ich glaube, das war die Karin, wie war der Rollenname? Karin Böhme, Eva Bahl. Eva Bahl. Da hat die mich, glaube ich, rausgemissen und da ist es aus mir rausgeplatzt und ich habe die fertig gemacht. Und das Schönste war, ich war am nächsten Tag in Berlin im Karstadt einkaufen. Ich war ja nun entlassen. Und da kamen die Verkäuferinnen und sagten, ach, Sie Arme, jetzt hat man Sie rausgeschmissen. Das ist ja fürchterlich. Und ich habe gesagt, haben Sie keine Angst, ich komme wieder, ich komme wieder. Das ist so, ich fahre in den Urlaub und dann komme ich wieder her. Ja, ja. Das ist mir auch mal passiert, in der U-Bahn. Da kam auch eine ältere Frau auf mich zu und sagt, was Sie mit den Mädchen dort machen, das ist unerhört. Also, ich muss das mal checken, was die überhaupt meint. Ja klar, natürlich hinter Gittern. Ja, sicher. Ich hab das ja natürlich wieder persönlich genommen auf mich. Ja, in meinem, war wohl auch was dran. In meiner Historie gewöhnt, aber ich konnte nichts Schäbiges erkennen. Also nein. Aber was noch bei hinter Gittern war, das hat jetzt nichts mit der Bombe zu tun oder so. Also ich kann mich erinnern, es war relativ am Anfang, da haben wir eine elektronische Fußfessel ausprobiert. Mhm. Und da sagten alle so, ein Schwachsinn, elektronische Fußfessel, so weit gibt es überhaupt nicht, dann wird es ohne jedem. Mhm. Im Gegenteil, wir wussten schon 10 Jahre vorher, dass es eines Tages eine elektronische Fußfessel geben wird, wo heutzutage die Leute also da angeschlossen werden. Ich weiß noch, Mörchen hat die mal ausprobiert und hat sie aus Versehen nicht wieder abgekriegt. Naja, sowas kam natürlich vor. Mörchen aber hat so, ja auch Versehen auf einen Vibrator eingesteckt. Ne? Ja, aus Versehen. Also Mörchen war da also wirklich sehr naiv. Sehr naiv. Ich habe ein paar Zuschauerfragen. Aha. Wollen wir die mal beantworten? Aber sicher. Das kommt drauf an, wie die sind. Hier, das ist von der Sunny und zwar geht die an alle. Eure peinlichste Erinnerung an Hintergittern. Die peinlichste. Peinlich. Ja, beim Sextrim mal das Höschen verrutscht oder... Das müsstest du jetzt beantworten. Ja, alles ausplaudern. Ja, bei mir war es schon ein bisschen peinlich, als dieses Paket kam mit diesen, also für Mörchen. Nicht für mich als Person, aber wenn die natürlich da dieses ganze Sexspielzeug auspackt, ja, das war schon ein bisschen peinlich. Aber als Schauspielerin aber als oder Schauspielerin? Schauspieler? Nö. Nö. Peinlich? Peinlich? Ja, also Nee. Ja. Man hat sich schon manchmal für den einen oder anderen Dialog, den man sagen sollte, geschämt, weil man dachte, man so hätte mal, weil er so schlecht war, ja. Oh aber kam schon mal vor, aber war jetzt nicht durchgängig. Nee, das fing ja mit einem sehr beschämenden Ereignis auch an bei mir, also wie ich schon vorhin erzählt habe, mit dem Casting. Ja. Aber sonst selber beim Drehen eigentlich. Nö, sonst würde man das ja auch nicht machen, wenn es einem peinlich wäre. Jo. So nach dem Motto. Hier ist eine von Kata, wenn ich das richtig ausspreche, auch an alle. Was war die lustigste Szene bei Hintergittern?
an der ihr teilgenommen. Aber da muss es ja wirklich was geben, oder? Die, also ja, da gibt es ja einige, eine, oder? Genau, die Susanne Teubner, Cheryl Shepherd und ich, wir sind beide Schweizerinnen. Und der eine Regisseur meinte plötzlich, wir hatten einen Dialog an der Telefonzelle und sagte, wir drehen das doch einfach mal auf Schweizerdeutsch. Und dann haben die komplette Szene auf Schweizerdeutsch gesprochen. Das, die Kameramänner alle, die haben sich kaputt gelacht. Und der Regisseur hat das wirklich genau in den Film reingeschnitten. Das hieß, dass dann nachher bei der Abnahme RTL und alle wichtigen Leute, die dann das angucken und sagen, da muss noch ein bisschen gekürzt werden, da muss mehr was rein, saßen dann da und plötzlich haben die beiden angefangen, Schweizerdeutsch zu reden. Red doch mal, wie heißt das? Ja, so, ey, du, Susanne, das kannst du nicht machen. Nein, lass mich jetzt telefonieren. Nein, ich kann nicht telefonieren. Doch, du kannst telefonieren. Jetzt lass mich in Ruhe, geh jetzt einfach, verpiss dich. Nur so. Also das war jetzt so ein kleines Ding. Super. War, die haben wirklich geglaubt und dann sagt, wieso kannst du das da reinschneiden, hat der Regisseur gesagt. Naja, das ist ja bei den Ausländern untereinander auch, wenn die Türken miteinander reden, auch türkisch. Also reden doch die Schweizer Schweizerdeutsch. Und dann sind die ausgeflippt, weil das natürlich der gedacht haben, wir müssen das nachdrehen. Und irgendwann hat er gesagt, okay, hat die DVD rausgenommen, das Original reingetan. Ja, wir haben das Ding. Das war lustig. Das glaube ich. Markus. Ja, nee, mach erst mal die anderen. Nee, nee, du Mama. Ich muss es mal noch überlegen. Muss nachdenken. Er muss nachdenken. Also ja. Meine lustigste Szene war, das war ziemlich, na schon ziemlich mit am Ende. Da hatte ich ja so eine Geschichte mit der Schließerin. Also wir, da war so ein Heiratsschwindler. Und mit dem Möhrchen vor vielen Jahren mal was hatte. Und die Schließerin Trude, die hatte der auch Mann, was mit dem. Und ich kann sie dann irgendwie noch überzeugen, dass das also ein ganz übler Mensch ist und dass der Ring, den er geschenkt hat, dass das auch was ganz Falsches war. Und da haben wir ihm eine Falle gestellt in einem Café. Und da haben wir beide dort gesessen und haben ihn so richtig, richtig auflaufen lassen. Und Trude hat ihn, ich habe ihn noch beschimpft und Trude hat ihn auch noch beschimpft. Also es war eine lustige Szene. Das glaube ich. Ja, hat Spaß gemacht. Frauenpower, immer schön auf die Männer oben drauf. Genau, du beobachtest mich schon so ganz scharf, ne? Ich warte auf deine lustige Szene. Weil ich weiß gar nicht. Kann ich gar nicht beschreiben. Ach, weil, nee, so weil für mich die Szenen sind ja nicht lustig. Wenn die Leute sich kaputt lachen, ist ja schön. Aber ich sag ja jetzt nicht, ich spiele jetzt lustig oder so. Verstehst du? Also deswegen weiß ich gerade nicht, müsste mir ein Zuschauer sagen, welche Szene er am lustigsten fand. Ich frage mal rein, wem fällt denn so spontane, witzige Szenen von Melanie? Hatte immer lustige Sprüche drauf, ob jetzt die Szenen so lustig waren. Naja, aber das war ja nicht lustig zum Spielen, das war sehr anstrengend, weil die Kakerlaken ja nicht machten, was man wollte. War für mich nicht lustig. War vielleicht für alle anderen dann amüsant, ja, aber... Ich fand die Haschkäse-Backszene mit am geilsten. Ja. Ach ja, das war... Ja, stimmt. Ja, ja. Die mit dem... die mit dem Bruder von... Ja, das war dann ja mein späterer Ehemann. Stimmt. Ja, Mike. Schalke, richtig, genau. Ja. Wo du ihn mit dem Haschteig... Genau, im Gruppenraum war, im Essensraum war riesen Randale und ich bin einfach nur mit meinen Keksen da durchgegangen. Ich war auf einem ganz anderen Planeten. Ja, du bist ganz durch die Gegend geflogen. Ja, ja, genau. Und wir fliegen jetzt auch nochmal zurück in das heutige Reutlitz. Wir haben ja noch eine Matz vorbereitet. Ja. Wir gucken einfach mal wieder nach da, ihr guckt wieder nach hinten. Es ist wieder so eine Ansage wie Notausgang, Rechtsausgang, vorne, hinten. Ich sag mal Matz ab und mal gucken, was uns dazu einfällt. Ding dong, ding dong. Ja. Genau. Wie rum ging die Tür auf, was bitte? Ich? Ja, weiß ich doch auch nicht. Gehen wir einfach rein, genau. Und dann hast du sozusagen da, glaube ich, unterschrieben oder was hast du, was hat der? Ich habe mich eingetragen, dass du wissen, dich eingetragen. Ich bin da. Du bist jetzt da, Dienstbeginn. Ja, ja. So weiter, weil, ja, da saß ja jemand hinter Glas, der diensthabende Wachmann. So. Und dann ging man da wieder raus. Und sonst war für uns Gefangene, war die Situation so, komm mal mit. Ja. Hier war mal ein Stoppschild. So ein großes, sozusagen die innere Schleuse war da und hier war die äußere Schleuse und das ging immer nur nacheinander auf und zu, wie eben eine Schleuse. Das heißt, es ging erst das auf und dann fuhr man, wenn man jetzt rausfuhr, mit dem Transporter hier rein, dann ging das wieder zu und dann ging das auf. Wir stehen jetzt mittendrin. Wir stehen jetzt mitten in der Schleuse. Das heißt, wenn jetzt böse werden, können wir gar nicht mehr rein oder raus. Da hat sie an die Wand geknallt. So, da habe ich mir auch ein bisschen wehgetan dabei, da konnte sie aber nichts für. Ja, und dann, wenn man dann durch diese zweite Schleuse durchgegangen ist, dann kam man sozusagen auf diesen schönen großen Gefängnishof. Der total fremd aussieht. Ja, verwachsen halt, alles zugewachsen hier. Genau.
Ja, und das da, mit dem Tunnel und mit dem großen Ventilator, das hat da in einer dieser Hallen stattgefunden. Das war sogar mit angemietet. Da hatten sie ganz viele Requisiten, hatten sie da irgendwo. Irgendwie Autos, die mal gebraucht wurden oder so. Das war alles dann da immer da drin. Und jetzt kommen wir jetzt nämlich hier rüber. Geht's zu einem der Gebäude. Zum Verwaltungsgebäude. Da war Büro Adler drin, Verwaltung sozusagen, also Schnörchen. Mhm. Märchen, Schnörchen, Märchen. Märchen. Märchen, Entschuldigung. Heidi, Entschuldigung. Das Büro war da drin und ich meine, es war auch drin die Küche und der Essensraum. Und der Besucherraum. Der Besucherraum war auf der Seite, in dem war ich auch nicht so oft, weil ich war so ein Assi. Ich hatte ja auch ein wenig Besuch. Krankenstation müsste da auch noch, genau, das müsste auch noch da gewesen sein. Stimmt. Weil ich glaube, wir können da in das Büro reingucken. Nee. Meinst du? Hatte die nicht eine Glastür nach hinten raus? Stimmt, da war. Stimmt, das war ja auf der Ecke. Ja, warte mal, lass mal gucken. Und? Leerer Raum. Ja. Das war's. Ja. Das war's. Hier, da war früher Bad und dann da drüben waren Krankenzimmer und Behandlungszimmer. Das hatten wir da. Das war aber irgendwie oben, wenn ich mich entsinne. Nee, nee, nee. Krankenzimmer musste man nach oben. Ja, ja, das kann vielleicht sein, dass es im zweiten Stock war. Ja. Aber Bad war doch. Bad war das unten? Nee. Das weiß ich Bad nicht. War auch so. Das haben sie ja dann für die letzte Staffel nochmal umgebaut. Ja, genau. Ganz anständig. Ja. Ganz anständig. Kam dann nochmal in die Panzerhalle, das Bad. Weil man endlich da mal vernünftig im Bad reden konnte. Kurz bevor man dann die Serie eingestellt hat. Das war sie immer noch ein neues mit diesen Kabinen, weil es war sehr gedrungen alles. Fummel. Ja. Und so hatten sie es halt einfach ein bisschen breiter gebaut und dass man besser mit der Kamera langfahren konnte und so. Ja. Alle Wohnungen, die man ja so kennt, wie die Wohnung von Teubner, Adler, Stein, wie sie alle hießen, die waren auch in dem Verwaltungsgebäude, oder? Also wo auch das Büro von Mörchen drin war. Haben die waren oben drin, ne? Oben. Ja, ich frage mich nicht. Also das war auch verschieden. Die waren die Autoren waren saßen da ja auch noch auf einer Etage. Ja, ne? Genau. Irgendwo. Die saßen da oben. Genau. War auch dann schon sehr komisch. Oder man ist eigentlich im Knastgelände, geht eine Etage höher und ist jetzt eigentlich nicht mehr da. Und ist dann in der Wohnung und von der Chefin. Genau, richtig. Super, oder? Ja, das ist doch herrlich. Ja, noch Erinnerungen. Wenn ihr es jetzt so seht, die Schleuse ist weg, alles verwuchen, verwachsen und so weiter. Verwuchen? Verwuchen, ja, okay, verwachsen. Das sagt man hier in Hamburg wahrscheinlich. Verwuchen. Nee, eigentlich habe ich mir das gerade irgendwie ausgedacht, das Wort. Ich glaube, das gibt es gar nicht. Schöne Wortschöpfung. Ja, ne? Ich schreibe einen Duden, Deutsch Nessi, Nessi Deutsch. Genau. So, okay. Doch so ein Schinken. Und verrucht. Genau, richtig. Du bist auch schlau. Ja, er versteht mich. Er versteht mich. Deswegen wollten auch alle Frauen immer, weil er die Frauen versteht. Genau. Dass sie Frauen verstehen. Ja, genau. Es wird warm hier drin, also Scheinwerfer oder was ist das hier? Aber wenn ihr das so jetzt seht, ihr habt ja schon lange, du hast 10 Jahre da verbracht, du 7. Mhm. Ich nicht so lange. Nicht so lange, 3. Ja, und bei dir? Ich traue es mir gar nicht sagen, bei den ganzen Jahren, 1,5. 1,5? Ja. Und wenn ihr das jetzt so seht, dass wirklich alles nur noch so verwuchelt ist und keinen mehr interessiert, ist das nicht schon ein bisschen traurig? Ja, ein bisschen traurig schon, aber das ist, glaube ich, auch in unserem Beruf normal. Also wir haben so viele Wechsel und immer wieder muss man Abschied auch von Rollen nehmen. Also ich finde das fast schlimmer, weil man so mit dieser Person dann so lange zusammen ist. Ne? Das ist ja wie ein Partner irgendwann. Also ich finde das Abschied nehmen schlimmer als von den Räumlichkeiten. Man gewöhnt sich einfach irgendwann dran. Also das ist abgespielt, fertig. Dann muss man halt die Tür zumachen. Dann stirbt die Figur auch. Ja, dann verstirbt die Figur und auch das Zuhause. Ja. Also ich finde es schade, aber es ist, ja, es ist trotzdem auch nicht mehr zu Hause. Wenn man relativ kurz dabei ist. Also mir würde es, ich würde da nicht hinfahren. Ich finde es ganz schön, dass ich mir das angucken kann. Es würde mir wehtun. Mhm. Einfach weil es war ein tolles Gelände. Das hatte ich ja schon gesagt, dass also der Producer neben dem Speisesaal und die Autoren saßen auch nicht weit weg, da konntest du auch mal hin. Und du kanntest das alles. Und ich kann mich ja erinnern, das hat nur weniger mit, das habt ihr alle nicht gesehen, weil das ist ja außer vom Dreh gewesen, die Feste, die da gefeiert wurden. Mhm. Das war so wunderschön, da kann man so eine Freitreppe runter. Und es war richtig schön. Man fühlte sich irgendwie, also vom Speisesaal, der eh schon ganz schön war, und dann diese schöne Treppe da runter und dann im Freien diesen großen Garten, will ich mal sagen. Das war schon schön. Das würde mir heute wehtun, wenn ich das alles vergammelt und vermickert sehen würde. Ja. Was auch ganz toll war,
Könnt ihr euch noch erinnern, wurden zweimal die Woche wurde ein Masseur engagiert. Stimmt, ach, ja. Das war, wirklich super, ja, weil wir waren ja viele, viele Schauspieler auf einem Haufen und wir wurden natürlich auch, ich möchte es nicht sagen abgefertigt, aber um den Dreh rum so, ja, also man kann sich da schon ein bisschen drunter was vorstellen und dass es natürlich auf die eigene Psyche schlägt, ist natürlich auch klar, ne? Und dann war so eine Massage, so während der Mittagspause, das war super. So ja, immer, wenn du zwischendurch mal drei Bilder Pause hattest, hast du dich eingetragen, da war so eine, lag so eine Liste aus und der war toll, das war ein Grieche. Grieche, genau, genau. Janis hatte goldene Hände, wenn du da irgendwie, wenn dir irgendwas wehgetan ist, dann sagst du, leg dich mal hin, Mama. Und dann war das weg. Toll. Ja, du auch wieder arbeiten, warst richtig motiviert. Ja, wieder. Ja, hat Spaß gemacht. Also was ich auch anstrengend fand, weil ich auch jetzt von anderen Serien halt so ein bisschen Vergleichsmöglichkeiten habe, also für mich war das Zellendrehen immer sehr anstrengend, weil es war, also meine Zelle war sehr klein. Warum ist das dir besser gehen als den anderen? Entschuldigung. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gedacht, ich bin jetzt mutig, weil ich weiß nicht, vielleicht hatten andere größere Zellen. Aber es war wirklich sehr eng und eben die Kamera musste immer dadurch durch die ganzen Betten irgendwie sich durch robben und das Licht und so. Und mir, also nach einer Woche war ich froh, Wochenende zu haben, weil es war mir manchmal schon zu viel Knast, zu viel Zellen und zu immer da drin. Also es war mir schon manchmal einfach zu viel. Ich fand vor allem, weil es da einfach so wenig Möglichkeiten gab. Man saß entweder man ging entweder auf und ab, man saß am Tisch, auf einem Stuhl oder man saß auf dem Bett oder lag. Ja. Also es gab so wenig Bewegungsmöglichkeiten, auch für die Kamera immer alles sehr beengt. Alle standen dann rum mit ihren Sachen da und guckten und man war so, man konnte leicht einen Klaustrophobischen kriegen dabei. Ja, da war ich ja nie. Ich war ja nie. Du warst ja nie in der Zelle. Ich war nie in einer Zelle. Nicht mal, um irgendwas zu überbringen. Einmal? Du hast ja nichts verloren. Du bist ja auch da ein Sicherheitsrisiko. Ja, gut, wenn wir dich gepackt hätten. Ja, zum Bleistift. Um Gottes Willen, das lassen wir lieber. Ja. Das hatten wir ja schon. Das haben sie am Büro gemacht. Das haben sie am Büro gemacht. Das ist, Stimmt, das hast nein, mit Zelle war nichts. Markus meinte gerade, es ist ja viel auf die Psyche geschlagen. Deswegen hat man sich massiert. Habt ihr mal irgendwas mit nach Hause genommen? Irgendein Hammer, irgendwie ein Erlebnis? Was ich, wenn, ich stelle es mir vielleicht krass vor, Thema die Bombe, wenn doch so viele um dich herum liegen, das Theaterblut läuft, wie du auch gerade gesagt hast mit Egon, nimmt man sowas mit und denkt sich so, nee, also die jetzt ist irgendwie langsam irgendwie mal, Kinders, jetzt möchte ich nicht mehr zurück in den Knast, das war mir zu viel. So nicht, aber ich habe doch, also wie gesagt, diese Geiselnahme hat mir, die habe ich schon noch ein paar Tage gespürt. Das ist, aber sonst... Nee, ich nicht. Wir haben halt diese, weil diese aufwendigen Drehtage haben mir besonders viel Spaß gemacht. Und das geht ja für mich, ob man jetzt irgendwie nach Hause kommt und meint so, okay, ich hatte jetzt einen ganz guten Drehtag oder ob es einfach diese Nummern waren. Zum Beispiel andere langweilige Drehtage waren ja zu uns Insassen. Irgendwie aufstellen, Flurstation B, Adler latscht links und rechts und macht Ansagen. Und einer von uns quatscht mal ein bisschen dazwischen. Das ist bei dem Bauch stehen gewesen für uns. Das ist einfach so, und dann fährst du halt nach Hause und bist irgendwie nur und alle und leer und denkst halt, okay, ja, das ist irgendwie, man kann nichts spielen dann. Und man steht dann irgendwie dumm rum. Aber das gab ja solche und solche Tage. Also von daher hat sich ja so ein bisschen die Waage gehalten. Bei euch irgendwas? Wie, was denn so, wenn eine Kollegin, eine Schauspielerin, natürlich, es war alles, wie du sagst, Ballettchoreografie, aber wenn da... Du jetzt als Mann, du da stehst, du kommst da halt hin und dann wird wieder eine vermöbelt. War das nicht schon manchmal krass zu sehen? Nee, das war nicht krass. Ich kann mich an eine krasse Situation erinnern. Und zwar war ich da 4 Wochen lang im Urlaub, also ich war 4 Wochen lang rausgeschrieben und kam dann wieder und habe nicht gemerkt, weil mir wurde es einfach auch nicht erzählt, dass ich eine neue Kollegin bekommen habe. Die aber dieselbe Rolle übernommen hat. Also Monika Gutmann war vorher die Schauspielerin der Elke Meier. Und nach den 4 Wochen Urlaub kam ich wieder und dann sitze ich in der Maske und wurde geschminkt. und dann sagt mir beiläufig so die Maskenbildnerin, du hast schon den neuen Kollegen kennengelernt? Ach nee, haben wir schon wieder neue Kollegen, ja, das ist die Maren und so. Sag ich, hallo Maren, nein, kenne ich noch nicht. Wen spielst du denn? Ja, ich spiele die Elke Meier.
Ratter, Ratter. Was? Elke, wie geht denn das? Moment, Moment. Und dir Moment kommt das eine Produzentin, ja, und sagt, du, pass auf, was in Dallas funktioniert, das funktioniert bei Hintergitter auch schon lange. Hat aber nicht. Ich sage, wie soll das denn gehen? Bitte, das gibt's doch geil. Du kannst nicht eine Person, eine Rolle von zwei verschiedenen Personen. Aber bei Dallas ist doch die Miss Ellie auch noch rausgelatscht und die neue kam rein. Das war ja bei uns nicht so. Ja, also, da waren ich vier dachte, Wochen dazwischen. Patrick Duffy, dachte ich irgendwie. Nee, ich dachte, weil Miss Ellie war das. Ja, Miss Ellie ist. Ich meine, Miss Ellie musste aus irgendwelchen Gründen ausgetauscht werden. Und da ist die alte sozusagen rausgegangen und rein kam beim nächsten Auftritt die neue. Ja, aber es ging dann auch wieder rückwärts, weil die neue nicht gut war. Also die hat keinem gefallen. Aha. Dann kam am Schluss wieder Miss Ellie, die war nämlich krank. Aber jetzt sind wir jetzt schon wieder bei Dallas. Aber das war ja nicht so, weil Elke war ja, also Monika war ja wirklich krank und konnte gar nicht kommen. Also es war jetzt nicht so ein. So ein eleganter Übergang. Ich wusste davon ja gar nichts. Nee, hätte man dir vielleicht vorher mal sagen sollen. Ja, weil wir hatten an demselben Tag eben noch eine Bettszene. Weißt du? Okay, na gut. Die haben sich beim letzten Mal anders angefühlt. Ein bisschen. Liebling, hast du zugenommen? Warum wollte ich auch dann ganz, ganz ehrlich gesagt nicht mehr nach anderthalb Jahren, weil ich war nichts anderes wie ein Zellenbefruchter, sage ich mal. Ja, Zelle zu Zelle, das ist ganz böse ausgedrückt, aber von Zelle zu Zelle gegangen und das war dann irgendwann so ein bisschen langweilig für mich dann, ja. Also es war eine schöne Zeit. Da geht dann genau. aber so diese Charaktere halt dann einfach mal, die brauchte mal irgendwann wieder frischen Wind und den habe ich nicht bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann hat sich's jetzt hier ausgewebert, ne? Ja, das war halt auch so, wie gesagt, Frauenknast. Das ging eigentlich eher dann also die Schließerfiguren waren ja gerne eher so ein bisschen unterbelichtet, im Gegensatz jetzt zu den Gefangenen. Also die Schließer sollten natürlich auch immer ihren Hintergrund haben und kleine Geschichten, aber natürlich ging es in erster Linie dann immer um die Gefangenen, ja, die Frauen. Ist ja, völlig in Ordnung, klar. Aber weißt du, wenn du jetzt 18 Monate lang immer dasselbe spielen musst, ist es nicht ganz so schön. Ja. Also bei mir war es eigentlich so, was mir sehr nahe ging, war schon diese Brustkrebsgeschichte, die ja sehr ausgebaut wurde, auch sehr gut gespielt, auch von den Kollegen. Also das war schon auch eine Geschichte, die mir schon nahe gegangen ist eigentlich auch. Also wo ich dann schon gemerkt habe, okay, und so die Diagnose zu hören. Und also das war auch, also da hat Bodo Schwarz Regie auch gemacht. Da war so sensibel und es war so schöne Bücher auch. Aber da geht man schon nicht nach Hause und sagt, super, okay. Also das fand ich schon. Und eben, man hat dann auch, und das fand ich auch gerade bei Hintergittern so toll, also wenn man gesagt hat, das sind jetzt Szenen, ich brauche da Hilfe, dass sie dann auch Leute geholt haben. Also auch mal, wo man sagt, ich würde mal ein Gespräch führen. Oder weil ich bin auch eine Schauspielerin, die gerne es wirklich erleben möchte. Und wenn man da Hilfe braucht, sei es eben beim Prügeln oder sei es eben bei vielleicht Polizist irgendwie mit den Waffen, dass man halt einfach solche, da haben sie einem immer geholfen, immer Kontakte gesucht, wo man dann auch mal einfach ein bisschen auch wieder am Rollenprofil arbeiten konnte, wenn man halt schöne Geschichten gehabt hat. Aber mir ging es dann auch so wie bei dir, dass ich irgendwann gesagt habe, ich habe alles erlebt, was soll diese Frau noch erleben? Also, und ich glaube, das ist für einen Schauspieler schon wichtig, dass man immer wieder was Neues spielen darf und erleben darf. Und das hat mir dann irgendwann auch gefehlt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, also, jetzt haben wir alle Dramen durch. Jetzt gibt es eigentlich auch nichts mehr. Jetzt gibt es ein Messer in den Silikonrücken. In den Silikonrücken. Ja. Neues Leben, neues Erspielen. Sag mal, Sigrid, ne? Wie? Ja, nee, das brauchst du mich gar nicht drauf ansprechen. Das ist so ein finsteres Kapitel, weil ich so musste, ich sollte ja dann so tun, als könnte ich Schlagzeug spielen oder Schlagzeug spielen wollen, können wollen. Ja, hatte dann 7 Unterrichtsstunden und nach 7 Stunden kann man ja dann perfekt Schlagzeug spielen, das ist ja kein Problem. So, auch ich. Nein, und das, also es ging irgendwie gar nicht gut. Und das Schöne war immer, dass wenn wir das dann, man will ja auch ins Bild kommen. Und das heißt, wenn man als Schlagzeuger ins Bild will, dann muss dann irgendwie der Schlag dann auch da kommen, wenn auch wirklich der Ton ist, wenn man immer daneben haut. So, dann gibt man mir eine CD und so, das ist dann das Band, das läuft dann da und spielt das mal nach. Dann bimst man das. Irgendwie schafft man das dann. Dann kann man auch die Füße weglassen, weil das oben ist wichtig. Ja, und dann plötzlich, als wir gedreht haben, kam eine ganz andere Einspielung mit einem ganz anderen Schlagzeug, also noch viel mehr Effekte eingebaut. Und ich stand da und war so, was wird hier gerade gespielt? So. Und ich meine, weißt du, das war für alle auch irgendwie nicht so richtig gut, weil man mit der Kamera dann zurück muss, damit ich irgendwie verschwinde, weil man hat ja auch Totale auf die ganze Band und so. Also da haben sich manchmal keinen Gefallen getan und mich dann irgendwie völlig in die Scheiße geritten damit. So. Gemeinheit, oder? Das war total gemein. Nee, aber das war so.
ich mag nicht gerne, wenn ich irgendwas so gar nicht kann und dann aber so simulieren, als könnte ich das dann ganz furchtbar. Toll. Das mach ich, mag ich überhaupt nicht gerne. Also aber die J-Babes war ja eigentlich ganz nett, oder? So von der Grundidee ja, her. Wir singen Idee. Jetzt ja, mal hinter Gitarren. Es gibt ja auch andere Programme, die auch tatsächlich im realen Knast gemacht werden. Wie viele Theater wird ja unglaublich viel gespielt in Gefängnissen und so. Und von daher war das völlig in Ordnung. Ja, ja. Genau, weil wir haben ja nämlich auch ein bisschen was vorbereitet. Wir hatten ja ein kleines Medley zusammengeschrieben. Also ich hätte besser faken können, dass ich die Gitarre spiele. Das ist leichter, weißt du? Da wäre wieder mehr aber hier. Aber beim Schlagzeug ist das so offensichtlich, was passiert. Blockflöte wäre auch schön gewesen. Ja. Das wäre was für Hallolo gewesen. Ne? Ja. Also nee, gerade für Melanie wäre Blockflöte wunderbar. Abends, ich habe da mal was vorbereitet. Soll ich vorblasen? Ja, ja genau. Das wäre ja, nee, ja, das wäre ein Träumchen. Ja, ein Träumchen wäre das gewesen. Ja. Ja. Ist vorbei. Ist vorbei. Ja, jetzt spielen wir keinen Schlagzeug mehr. Also kannst du eine Blockflöte kaufen und ein bisschen üben. Ich habe letztens jetzt eine weggeworfen. Die war total verstimmt. Oh. Also zeig uns, was du vorbereitet hast. Ja, wir zeigen jetzt, was wir blenden jetzt das Musikalische. Also wir werden es ein bisschen musikalisch hier hinter Gittern und machen so eine kleine Ehre an die Jailbabes. Ah ja? Und ja, jetzt kommt. Müssen wir da mitsingen? Nee. Nein. Dann ist gut. Müsst ihr nicht. Tja, das machen, das blenden wir jetzt ein. Habt ein bisschen Spaß dabei, habt Spaß am Klatschen. Und ja, eine kleine Erinnerung an die legendäre Knastband Jailbabes. Sagen wir doch mal so. Ich würde mal sagen, Musik ab. Die Anders macht eine Party hier im Frauenknast. Insassen Schließer sind heute alle Gast. Des Walter hat die Bea an die Hand gefasst. Und durch den Tanz wie wild hat sich ein Herz gefasst. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the wholesale block was dancing to the jailhouse rock. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Und ich werde wütend, denn ich weiß genau, die nächsten Jahre bleibe ich in diesem Bau. Drum mach die Augen zu, ich leg mich wieder hin, denn etwas Wunderbares kommt mir in den Sinn. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Alles wäre nur halb so schwer, hätte ich ein Haus am Meer. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Und eine Villa mit einem Pool und einen schicken Liegestuhl. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Alles wäre nur halb so schwer, hätte ich ein Haus am Meer. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Sonnenuntergang jeden Tag vor der Tür. Und ich werde wütend, weil man nie vergisst, dass man nur eine kleine Nummer hinter Gittern ist. Drum mach die Augen zu, ich leg mich wieder hin, denn etwas Wunderbares kommt mir in den Sinn. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Alles wäre nur halb so schwer, hätte ich ein Haus am Meer. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Und eine Villa mit einem Pool und einen schicken Liegestuhl. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Alles wäre nur halb so schwer, hätte ich ein Haus am Meer. Ein Zimmer mit Blick aufs Meer. Sonnenuntergang jeden Tag vor der Tür. Zieh die Decke hoch vom Boden bis in mein Gesicht und ich fühl noch deinen Atem. Ich lieg im Morgenlicht, ich will deine Wärme spüren, doch du bist nicht bei mir. In deinen Armen will ich mich verlieren. Es ist das Beben, das noch hält. Es ist die Sehnsucht, die mich quält. Es ist das Fieber, das noch brennt in meinem Kopf, der erste Kuss. Es ist das Beben, das noch hält. Es ist die Sehnsucht, die mich quält. Es ist das Fieber, das noch brennt in meinem Kopf, der erste Kuss. Ich fühle noch nur so ein klitzekleines Lächeln, irgendwo am Horizont ein Zeichen,
in der Not. Nur die Sicherheit und das Wissen, dass der weite Weg sich lohnt, dass der weite Weg sich lohnt. Was man sonst so alles spricht, große Mädchen weinen nicht. Nein, nein. Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht, große Mädchen weinen nicht. Was man sonst so alles spricht, große Mädchen weinen nicht. Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht, große Mädchen weinen nicht. Nein, 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 nein. Tief in der Nacht, ich zitter, wohin ich seh, sind Gitter. Ich frage mich, wo das enden soll. Hab Scheiß gebaut im Leben, es wird ein Zurück nie geben. Ich will hier raus, doch wie stell ich das an? Ich will fliegen. Ich kann fliegen mit den Vögeln ganz hoch oben, frei und wild. Und ich sag mir jeden Tag, dass ich alles kann, dass jeder Mensch alles vermag. Ich fang einfach von vorne an. Ich will fliegen. Ich kann fliegen mit den Vögeln ganz hoch oben, frei und wild. Und ich sag mir jeden Tag, dass ich alles kann, dass jeder Mensch alles vermag. Ich fang einfach von vorne an. Ich will fliegen, ich kann fliegen mit den Vögeln ganz hoch oben, frei und wild. Sag mir jeden Tag, dass ich alles kann, dass jeder Mensch alles vermag. Ich fang einfach von vorne an. Ich fang jeden Tag von vorne an. Ja, das waren die Jailbabes. Ja. Hat euch auch eine goldene CD eingebracht, oder? Richtig. Ich war total stolz. Ich wollte das dann zu Hause wirklich an die Wand nageln und dann kam diese goldene CD dann da an. Und dann stand dann drauf Sigrid M. Schnückel, Sigrid mit also beides mal IE geschrieben. Und da dachte ich so, ist blöd, wenn man sowas schon mal hat in seinem Leben als Nichtmusikerin, habe ich es dann zurückgeschickt von der Produktion aus und bitte das richtig schreiben. Wir haben es noch mal angegeben, wie mein Name dann richtig geschrieben wird und so weiter. Dann kam es wieder an mit Sigrid Schnückel, aber mit einem IE immer noch. Da dachte ich, das können die bestimmt besser. Dann habe es dann noch mal eingeschickt und dann habe ich es dann nicht wiederbekommen. Oh. Ich habe jetzt keine, ich habe eine, eigentlich habe ich eine goldene CD, aber ich habe sie nicht. Ich kann dir meine borgen. Ja, ich wollte ja meinen Namen da drauf haben. Ach so, haben. Ja, der auch ist eine? Nur nicht. Ja, klar, sind auch mitgesungen. Alle, die mitgesungen haben. Ach, alle, die mitgesungen haben. Alle, die mitgesungen haben. Ja, ich bin ja unglaublich. Mitgegrünt, ja. Wie auch immer. Ja. Dein Name. Und überreicht ja. bekommen ja. haben wir die. Ja. Und überreicht bekommen haben wir die in diesem. Okay. Was ist denn jetzt hier los? Sag mal, sag nein. Was geht denn jetzt hier los? Hast du das Dach kaputt gemacht? Ja, das ist ein Dach kaputt. Ja, alles kaputt. Alles kaputt. Du bist ja weh hier. Ja. Ach, Mensch. Hallo. Hallo. Unglaublich, Conny. Ja, da mache ich mal Platz hier. Ja, das war nicht gemeint. Du, Mann, hey. Mua. Hier, guck mal, wenn ich da gerade runter will. Ja, moin, alles gut. Ja, ich auch mal begrüßen. Hast du dich im Fallschirm verfangen? Ja, ja. Ja, hier. Ja, alles natürlich alles
Marke Eigenbau. Ne? Man mag sich an den Ballon aus Damen-BHs und Slips erinnern. Und genauso ist das jetzt auch. Damen-BHs und Slips, ja, ja, super. Genau. Ja, genau. Wo die Bergdorf immer gesagt hat, wo sind meine Klamotten? Wunderbar. Schmeiß einfach hin, nimm Platz. Also, und ja. Komm in den Wagen. Also, ich nehme dir freiwillig meinen Platz, damit du ein bisschen dichter hier bist. Heidi. So, wir haben schon so viel gequatscht. Mensch, Leute. Sag mal, ein kleiner Anruf, dass ihr vorher, hätte auch Spaß gemacht. Dann, guck mal hier. Sag mal, das wird mir jetzt hier vom Gehalt abgezogen, dass jetzt die Decke hier irgendwo runter. Naja. Die Reste, die noch übrig geblieben sind. Ja, unglaublich. Ja, ich habe einen Flieger verpasst und jetzt habe ich dann Sonja unterwegs, Stresemannstraße gesehen. Da komm hier, ja. Strickleiter runter, rein im Ballon und dann sind wir jetzt hier am Abgeschnitten runter. Ist super. Jo. Von welcher Straße? Stresemannstraße. Stresemannstraße. Die gibt es überall, ne? Ja, die ist ja. Na, schön, dass ihr da. Ja, ihr, schön, euch zu sehen. Wir kennen uns, ja. Wer kennt sich untereinander noch? Also wir kennen uns. Wir kennen uns nicht. Genau, wir haben nicht zusammen. Sie war schon aber ich habe schon vorgestellt. Ja, wir haben uns jetzt vorgestellt. Ja, ich nehme an, sie ist auch eine von uns. Aber ich war auf der anderen Seite. Du. Ich weiß. Ja. Mit ihm. Gar nicht. Das war ja auch eine starke Freundschaft zwischen euch, ne? Was denn? Ja, ich war auf eurer Seite. Du warst auf uns. Du gehörtest zu den Guten. Ja, eben. Genau. Ne? Jetzt, und wir waren die Bösen. Naja, ihr wart die. Für die wahrscheinlich schon. Ne? Natürlich. Aber ich hatte viel Verständnis für euch, ne? Weißt du, müsst ihr mal zugeben. Eigentlich müsstet ihr beide jetzt Platz tauschen, weil du bist ja auch eine Insassin gewesen und eigentlich müsstest hier du hier müssen die Guten sitzen und da genau. Die Guten. Eigentlich. Nein, das ist doch voll. Das noch. Ich sage nur eigentlich. Ach so. Da ist er wieder schnell gewesen. Eine Idee. Ordnung. Das ist Schauspieler. Die machen immer alles, was man ihnen sagt. Das ist das Praktische. Schlimm, ne? Ja, wunderbar. Man sagt ihnen was, sie machen sofort. Nee. Meistens, ja. Ich habe das immer verweigelt. Verweigelt, super. Ich habe auch schon am Anfang auch schon die Frage gestellt, wie kamt, ich fange hier an, gerne. Weil ich habe irgendwie so einen kleinen... Rechtsdreh. Genau, Rechtsdreh. Ich hoffe, Linksdreh, ich komme mal zu dir. Ja, wunderbar ist das. Scherzelein. Hey, Big Spender. Oh, hey, Big Spender. Gut. Sag mal, wie kamst du zu Hintergittern? Wie kam ich zu Hintergittern? Eigentlich war das so, dass meine Agentin mir damals gesagt hat, dass dort eine neue, und ich sag's jetzt wirklich so, ist es ehrlich gemeint, eine neue, wirklich große und letzte Liebe für Walter gesucht wird. So war's. Große und letzte Liebe? Große und letzte Liebe, also die absolut große Liebe für Walter sollte es sein. Und dann gab es Vorgespräche, eins, glaube ich, mit der Produktion, und dann... sollte ich unbedingt noch einmal Kathi treffen, um zu gucken, ob die Chemie stimmt irgendwie. Und dann haben wir uns irgendwie ein paar Wochen später getroffen, im Studio dort in Berlin. Und dann war das alles gewuppt. Und ab da war ich Bea Hansen. Ja? Gucke an. Gucke an. Große. Die große und letzte Liebe von Walter. Ja. Genau. Unglaublich. Und hat Spaß gemacht? Hat Spaß gemacht. Ja. Glaube ich schon, hat oder? Echt Spaß gemacht. Ja. Du hast ja auch viel durch. Du kamst gerade rein und zack, hat dir Melanie irgendwie eine gebastelte Bombe an den Leib geklebt. Ich glaube, das war ein bisschen später, aber ja, das musstest du loswerden an mich. Ja, genau. Ja, sie hat mir einen richtigen Bombengürtel verpasst und so, weißt du noch? Weil ich mich aber von Walter betrogen fühlte. Sie hatte natürlich das geheim gehalten, die Beziehung zu Bea Hansen. Ja. Das war die eigentliche Große, natürlich. Nein, aber nee, betrogen gefühlt habe. Ich weiß aber nicht mehr genau den Ablauf. Auf jeden Fall musstest du dann dran glauben. Genau, genau. Und sie hat mir richtig so einen richtigen Bombengürtel hier um die Taille. Ne? Und ich weiß nur, wir haben in so einem relativ kleinen Raum gedreht, mit Ohren damals noch. Ja. Und ja, genau. Und dann war das zick, zack, zick, zack, ne? Dieser Wecker, der immer eingeblendet wurde. Ja, ja, und sie war kurz davor, mich irgendwie kalt zu machen. Ja. Aber es ist ja alles noch mal gut gegangen. Ja. Oh. Ja ich sitze noch hier, Leute. Ich sitze noch hier. Nein, ich bin ja auch gestorben. Ach so, ja, später dann. Dachte ich mir. Also sterben alle mal. Im Liebeswagen. Genau, du hast schon gesagt, im Liebeswagen. Liebeswagen, ich habe Liebeswahn verstanden. Nein, Liebeswagen. Der hatte mich schon auch einen Liebeswagen. Genau, irgendwann hat Baumann gesagt, jetzt ist gut, die beiden sollen nicht mehr knutschen. Genau. Jetzt reicht's.
Genau. Freiwillig gesagt. Das hat gesagt, aber einen anderen Hintergrund. Ich glaube, ihr seid ihm auf die Schliche gekommen irgendwie. Ne? Da musst du wirklich was machen. Ne? Genau, das war so ein ganz großer Intrigant. Und der hat, genau, wir sind ihm auf die Schliche gekommen. Und er hat dann letztendlich einen Liebeswohnwagen, der von Frau Adler und so weiter, glaube ich, aufs Gelände positioniert wurde, wo wir uns dann sozusagen immer im Schäferstündchen treffen durften. Da hat er irgendwie einen Gasschlauch reingehalten. Und ich mache gerade das Feuerzeug an. Und dann gab es, ich weiß nicht, ob das Publikum sich erinnern kann, aber dann gab es wusch. Und dann hat man erstmal für ein paar Folgen gar nicht gewusst, was passiert. Ne? Mhm. Und wir tauchten beide nicht mehr auf. Und dann hat sie mich durch das Loch in der Mauer an unseren Liebesplatz am See geführt. Und da bin ich in ihren Armen gestorben. Ach, stimmt. Genau. Wisst ihr noch? Ja. Genau. Ja. Du hast aber auch mit irgendwelchen Löchern in der Mauer. Ne? Du bist rausgezogen und bist auch gerade wieder reingezogen worden. Perfekt, genau. Der Knall, da warst du irgendwie im Badezimmer, als der Liebeswagen. Ja, wir sollten ja den Hof räumen natürlich. Wenn so ein Ding in die Luft fliegt, dann soll ja möglichst niemand da sein. Das ganze Team stand hinter irgendwelchen Plexiglas oder Panzerglasdingern und alles. Der ganze Hof hatte geräumt zu sein. Und ich habe oben auf der Toilette bei unseren Garderoben gestanden und dachte, ich muss doch jetzt mal gucken, wenn so ein Ding hochgeht. Und da ist mir wirklich fast die Scheibe um die Ohren geflogen. Und das war eigentlich relativ weit weg. Also da hat richtig was hintergesessen. Der ist richtig hochgegangen, ja. Ihr hattet ja wirklich Action. Wir hatten da Action, ja. Genau. Das war ein langer und heftiger Dreh. Also für die Umstände bei Hintergittern an sich war das schon sehr lange im Voraus geplant und sehr War das nicht eine Doppelfolge auch dann, oder? Ich glaube, war eine Doppelfolge. Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ja. Das kann sein. Das weiß ich nicht mehr. Tja, und mit einem Knall bist du dann wohl auch in die Produktion reingerutscht, ne? Lauf mal, lauf. Ja. Wie war es bei dir? Wie ich da hingekommen bin? Überhaupt? Ja. Mhm. Warum hinter Gittern und warum die Rolle Conny Stark und wie bist du da rangekommen? Wie ich da rangekommen? Soll ich ausholen? Ja, nein, ein bisschen. Ganz gut. Also ich bin, na klar, durch ein Casting, war noch auf der Schauspielschule für das Studienjahr, durch ein Casting dahin, nach mein allererstes Casting in meinem Leben überhaupt, nach Potsdam und hab das gemacht, hab einen Zettel in die Hand gekriegt, hab mir keinen Text gemerkt, war total aufgeregt, hab den vor lauter Panik zerrissen, hab aber gelernt, steige nie aus deiner Rolle aus in der Schauspielschule. Das habe ich dann auch versucht zu machen und das war wohl dann so actionreich und so wahnsinnig, dass das schon ein super Casting war. Und diejenige, die damals Casting gemacht hat, ich weiß es gar nicht, ich soll meine Rolle vorwärts machen, die suchen jemanden, der sportlich ist. Und ich war aber ein bisschen stämmiger und hatte lange Haare und war nicht wirklich so vom Äußeren her das, was ich vorgestellt habe. Ich war auf Schauspielschule und konnte einen Überschlag und habe früher Leistungssport gemacht und sehr schnell. Und ich sollte auf dem Produktionsgang Rolle vorwärts machen. Und das fand ich ein bisschen peinlich. Und dann habe ich einen Überschlag gemacht und dann bin ich losgerannt. Und der Kameramann meinte, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich soll das nochmal machen. Und bis ich verstanden habe, was er wollte, haben sie es dann gelassen und meinten, ich bin sportlich und super. Und dann habe ich lange nichts gehört. Und im Endeffekt bin ich es dann geworden. Und im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich die Reserve der Reserve von der Reserve war. Alle die vor mir waren, die waren es dann doch nicht. Und dann hatte dann Tillmann Taube, der das damals gemacht hat, fand mich vom Typ her irgendwie ganz cool und hat gesagt, ich wüsste da noch jemand und hat mich dann aus der Versenkung rausgezogen und meinte, die wär's doch eigentlich. Und das war es dann so auch. Also ich war die Reserve der Reserve und ich musste mir dann die Haare abschneiden für die Rolle extra. Diese tolle rote Kurzhaar. Hey, ich kann über Mauern und über andere Sachen klettern. Genau, dann ging es also glatt Schauspielschule auf zu Hintergittern. Ja, auch eine Karriere von der Schauspielschule in den Knast. Ja, genau. Und ich musste als erste Rolle, dann als erste Szene mit Walter knutschen. Na, und wie, das war ich immer eigentlich. Als allererstes. Guck mal hier, also ehrlich. Hat die Vorarbeit. Und das war dann so Dilettantismus pur meinerseits, dass sie das dann ganz schnell gelassen haben. Nein, Conny steht ja nicht auf Frauen, die kann das nicht. Ich konnte es wirklich nicht, es war peinlich. Ich habe mich so geschämt in der Badewanne mit Walter.
Stimmt, das ist noch nie ausgestrahlt worden, ne? Es war, glaube ich, ganz ich kurz. Ich hatte so Äste als Arme, weil ich nicht wusste, wie ich das überhaupt mache und was Kamera ist und wo man da hinguckt und kalter Schaum in der Badewanne und halbnackig und Kathi Karrenbauer. Hier, mein ganz entspannt in der Badewanne. Jetzt knutsch mich endlich, Christine. Komm her. Ich beiß auch nicht. Kathi hat es super gemacht. Die hat im Prinzip alles übernommen, was ich nicht konnte. Also eine super Kollegin hat mich da durchgeführt, aber es stand bald fest, Conny ist nichts für Kathi und umgedreht auch. Also Conny ist nichts für Walter und umgedreht auch. Aber es war angelegt gewesen, dass ihr eigentlich auch... Dass wir mal fummeln, ja. Ach ja, ja, so. Ja. So alle. Alle mussten entweder über Walter oder über... Ne? Oder Tom über Weber. Naja, so froh am Anfang dabei. Naja, so Frischfleisch, stell dir mal vor. So viele Mädels dann über Jahre gefangen miteinander. Wenn dann was Neues kommt, das wird erstmal ausprobiert, ne? Ja. Sozusagen. Aber wir haben das nicht. Tom alle ich wollte gerade fragen. Das ist mir ja neu. Ihr hattet nichts, oder? Ja. Entschuldige, ne, musste ich ja. Stand so im Drehbuch. Ich wollte ja gar nicht. Aber ich weiß noch, als ich den ersten Drehtag hatte oder den zweiten oder so, da warst du irgendwie in meiner Garderobe oder ich weiß es nicht, oder ich in deiner, ich weiß es nicht mehr, wie es war. Und dann saß wirklich so ein etwas trauriges Mädchen und war so ein bisschen durcheinander und hat gesagt, ich sehe sonst nicht so aus. Ich hatte so lange Haare. Oh. Ja, das war wirklich hart. Sie hat wirklich, das hat gelitten am Anfang. Da habe ich gelitten, weil das wirklich so hoppla hopp dann doch ging. Also guck mal, wie jung und klein ich im Prinzip war. So, und dann kommst du, weißt du überhaupt nicht, das ganze Drehen auf einmal. Und dann wirst du von einer Produktionsassistentin da zum Friseur gebracht mit einem großen Taxi und alles. Es kostet ganz viel, der Friseur war ganz viel und ich habe Studentengeld, ich hatte BAföG. Ich habe in einer WG gewohnt und dann kommt man in so eine Welt rein und so zack, 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 alles so übergestülpt und dann Haare ab. Ja, mache ich gerne. Oh, ja. Was sagt man denn auch sonst da? Ja. Nee, na klar. Nee, nein. Aber trotzdem, es war schon eine große Veränderung und das eine Überforderung, sicherlich am Anfang, aber eine spannende Reise, um das nicht machen zu wollen. Ne? Ja. Spannende Reise. Wir hatten eben schon zweimal eine Matz. Sigrid, ich sag nur mal ganz kurz, Sigrid und ich, wir waren am 10. Am 10. war es also. 10. Oktober waren wir nochmal im alten Spandauer Gelände. Super. Und du warst auch ab und zu mal in der Gärtnerei, oder? Ja. Ja. Ja, aber nicht so häufig. Ich glaube, du warst häufiger da in der Gärtnerei. Ihr hattet ganz tolle. Genau. Ich hatte weniger dazu tun, aber ich weiß schon noch, wie es ausgesehen hat. Wir haben nämlich noch eine kleine Matz vorbereitet von der Gärtnerei. Ja. Die gucken wir jetzt einfach mal rein. Und wenn euch spontan dazu was einfällt, dann redet einfach über die Matz drüber. Habt ihr das letzte Woche gefilmt, Dani? Wir sind ja noch durch die Gegend. Durch die Gegend gefahren. Also gewachsen und wird er gleich sehen. Oh, ach, schön. Ist schön. Dann sag ich einfach mal, wir gucken uns mal die Gärtnerei an. Ne? Ja, gerne. So, also da hinten war jetzt die Kapelle und hier kommen wir jetzt zur Gärtnerei. Ah, ja. Ich glaube von Mutz und Co. Wieso Mutz und Co. und von Melanie und Co. doch auch. Aber es nagt halt auch der Zahn der Zeit dran, an allem hier, wie man sieht. So, Tür geht leider nicht mehr auf, ne? Hab ich dir ja schon gesagt. Aber dann gehen wir jetzt halt hier rein. Aua, auch! Ja. Da bist du dir, ja. Ja, da bin ich mir ganz sicher. Komm, das schaffst du schon. Die können wir unterm Rock gucken. Ja, das war hier immer mein Lieblingsspielort, weil der einfach so natürlich ist. Also was heißt natürlich ist er ja nicht, aber das ist alles echt. Ist nicht im Studio so wie mit Pappmaché gemacht oder sowas, sondern richtige Eisenträger eine echte und Spinne. Wo? Eine echte Spinne. Dreck. Und vor allen Dingen. Ja, du. Echter Dreck, ich sag's dir. Ja. Wenn ich hier nachher nicht mehr rauskomme, guck mal hier, ich bin gleich. Ja, dann buddel ich dich vielleicht ganz hier ein. Ja, einen Spaten haben wir hier auch noch, Gießkanne. Und das war immer ganz toll, weil. Melanie hat ja immer gerne so Hanfpflanzen angebaut und hier konnte sie sich dann so... Als ihr gedreht habt, da waren die aber noch aus Plastik, oder? Ja, das sind doch diese auch, oder nicht? Bist du dir ganz sicher? Ich kenne mich doch damit nicht aus, das war halt nur die Rolle. Ja, ich. Die sehen doch schon ein bisschen...
Was hier in den 5 Jahren leer steht, alles hier, ne? Ja, ja, aus Versehen. Vielleicht ist da doch mal ein richtiger Samen in die Erde gekommen, wer weiß, ne? Naja, wenn immer so ein Samen mal irgendwo drin ist, dann... Ja, dann pflanzt sich das fort. Ja, ja, deswegen dürften wir hier auch eigentlich gar nicht rein. Vielleicht hat sich auch die Idee hier verpflanzt, sozusagen. Ja, genau. Als Andenken an dich. Genau. Ein Andenken für Melanie Schmidt, genau, für die Rolle Melanie Schmidt. Genau, ich weiß schon, Melanie wo Schmidt. Die Polizei demnächst aufkreuzt. Ja. Vielen Dank dafür. Ach, da. Es ist nur ein Andenken. Sehr schön. Ist ja hier... Ach ja. Lieber Egon, ja. Deine Erinnerung steht auch noch hier, ne, wo du Melanie und Conny den Kopf einschlagen wolltest, wegen, ich glaube, 400 Mark. 400 Mark für ein Habicht, das waren noch Markzeiten, ne? Genau. Ja. Ja, D-Mark. Genau. Ich guck mal wieder dahin. Und da war auch mal eine Sexszene, wurde auch gedreht, da hinten draußen mit dem Schließer Wilborn. Ja, genau, ja, sexy. Wilborn mit der Ehefrau von dem Jansen. Ja, stimmt, ja. Stimmt. Ja, wie pikant, ja, wie war. Ja, na, auf jeden Fall war hier auch alles voll und da warten wir halt diese Hochbeete, in denen wir da alles angepflanzt haben. Ja, oh, guck mal, da Tomaten. Das sind Tomaten, die sehe ich ja jetzt erst. Von guck euch, mal. Auch. Ja, guck mal. Die sind noch grün. Die haben wahrscheinlich zu wenig Sonne abgekriegt. Wenn du das hier so siehst, 7 Jahre warst du hier permanent am Arbeiten. Wenn du dich jetzt umguckst, traurig? Das ist traurig, ja. Vor allen Dingen, wie gesagt, weil es ja auch einer meiner Lieblingsspielorte hier war. Tut ein bisschen weh. Ja, könnte man doch eigentlich auch wieder direkt in Betrieb nehmen. Eigentlich ja. Ja, so ein bisschen Gips. Ein paar Scheiben wieder dran und so weiter. Obwohl, die Scheiben waren ja immer, oder? Ja, aber da fehlen ja welche zum Beispiel. Ja, ja, doch. Aber das ist ja nicht so ein Drama, das kostet ja nicht die Welt. Nö. Nee. Also dann doch. Das ist traurig hier. Lass uns mal gehen. Ja. Ja. Da wieder raus. Na guck. Ja, guck. Danke sehr. Also ich bin ja auch nicht gerade klein und wir konnten halt wirklich nicht rausgehen aus diesem Gewächshaus, weil ich die Dornen hier stehen hatte. Also da kümmert sich wirklich keiner mehr drum. Hm. Aber ich habe jetzt auch gestern noch eine Folge geguckt mit Mutz, nee, gar nicht wahr, mit Ruth und Denise in der Gärtnerei. Und da lag ja ein kaputter Gartenzwerg. Und ich dachte, warum liegt denn ein kaputter Gartenzwerg? Ach ja, der war wohl von Ruth dahingestellt worden, als sie die Kakteen... Da habe ich gestern noch im Fernsehen gesehen und dachte, ach so, ja. Der lag jetzt kaputt in der Ecke, ganz traurig. Der lag immer noch da. Ja, ja, der lag immer noch da. Das ist echt krass. Ja, da kommt keiner mehr hin. Nee, da, außer halt die... Die Leute, die das benutzen, um ja, die das Tomaten benutzen. Anzupflanzen. Genau. Ja, Tomaten. Die Tomaten anpflanzen. Super. Ja. Sind das alle Produzenten oder was? Wer kennt das sonst? Wer kennt sonst den Weg? Also ich meine, ja, gut, ja. Wir haben jetzt hier auch die Pläne hier liegen, ja, wo man überall hinkommt. Aber gerade unter uns? Ja, natürlich. Das nehmen wir gleich wieder schon mit raus. Andenken an Egon. Wie war das mit den 400 D-Mark? War ja noch so D-Mark-Zeiten, haben wir gerade auch noch herausgefunden. Der wollte euch den Schädel wegen dem Vogel einschlagen. Da hattet ihr irgendwie ganz viele Folgen, wo ihr nur draußen wart, oder? Also nur in der Gärtnerei. Draußen wart ihr ja nie. Es ist nicht immer nur an einem Spiel, wenn man Tagesablauf die ganze Zeit spielt. Also irgendwie noch mit Essensraum oder irgendwie gut. Zelle oder so. Aber die Story, die war ja... Ehrlich gesagt. Du weißt es nicht mehr. Ich hab das ausgeblendet so ein bisschen. Das war das mit dem Vogel, mit dem Habicht, der dir zugeflogen war. Ja. Mir? Da, ja. Nein. Mir. Uns irgendwie. Also, wir waren beide in der Gärtnerei eingeteilt. Ich habe dich ja dann irgendwie eingemischt, weil ich da mitmachen wollte. Ja, wir waren ja beide da eingeteilt. Freiheit, oder nicht? Symbol Freiheit und ja, für mich und ich war immer ausbrechen. Und, ja, wir waren eingeteilt Gärtnerei und haben ihn dann gepflegt. Aber was war da? Ich habe es nie wieder geguckt. Sie wollte ihn pflegen und fliegen lassen und du wolltest ihn zu einem Ausstopfer geben. Und dann kam Egon, also war Peter echt? Kicker. Ja, das? Ja, das war das. Und dann hast du dich dann aber später dann noch auf die Seite, kurz vor Ende, kurz bevor auf Egon die euch die Köpfe, hast dich dann doch für die Seite von Melanie entschieden. Ja. Ach so? Ja. Ich stand mit dem oben. Wir standen zusammen auf dem Dach. Genau. Das war aber ein anderer Vogel als der in meinem Büro, ja? Ja, der war ein bisschen größer, Heidi, der war ein bisschen größer. Vogelbüro. Nee, das war auch ein großes Vogelbauer, du. Ja. Aber, na gut, es muss ein anderer Vogel sein. Nee, das war kein Habicht. Nee, das war ein richtig großes, ja, wir haben ein richtig großes Tier, ja. Großer Schnabel auch. Ja. Und dann hast du dann hier dieses große Gesicht gehabt. Und ich hatte ihn ja nicht so oft auf dem Arm, du hattest ihn öfter auf dem Arm. Ich hatte total Schiss beim Drehen, weil bei meinem Zusammen... Tier ja auch nicht so gut so ein zärtliches Verhältnis aufbauen kann. Man kann das ja nicht so streicheln und knuddeln. So. Das ist ja nicht so gut.
Und dann sollte man trotzdem so einen netten Ton anschlagen und vor einem sitzt aber so ein hoheitsvolles Tier, was einen auch so beäugt die ganze Zeit. Ja. Und irgendwie war das so ein Missverhältnis, also irgendwie passte das nicht so gut. Ich hatte Schwierigkeiten. Ein halbes Gucken aus der Tasche raus. Ja, ja genau, das dann zerfetzt hat. Ja. Wie, mag man dann ganz gerne. Um ihn zu beruhigen, der hat das ja auffressen wollen. Aha. Der Falkner, muss ja gefüttert werden. Die Taschen und dann sind so Küken und die rupfen die Falkner einfach nur auseinander. Und fressen sie dann aber schon. Die sind schon tot. Und die steckst du dann in deinen Handschuh rein, hältst das so fest, das Beinchen oder das Köpfchen oder so von dem Küken. Damit er auch kommt zum Beispiel, aus seiner Behausung da irgendwie rauskommt. So. Na, aber ich meine, es ist schon toll, mit so einem Tier zu arbeiten überhaupt mal, ne? Aber so richtig, ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir da gemacht haben. Es ist wirklich schon so lange her. Ja. Also wie gesagt, so ein paar Bilder, wenn man das so sieht, dann kommen wieder so wie so Flashbacks irgendwie. Was war da? Aber so viel passiert in der Zwischenzeit. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Wie lange ist es bei dir jetzt her? Wann bist du abgehauen? Mit dem BHs? Ist bestimmt 10 Jahre her. 10 Jahre her. Hm. Krass. Schnell die Zeit vergeht. Bestimmt 10 Jahre her. Genau, richtig. Ja, da haben wir es dann auch. Und das war dann am richtigen Drehtag, wo wir den Ballon auf dem Hof hochgehalten haben, hochgelassen haben. Das war richtig gefährlich. Auch da kam ein Sturm. Und hat sich das ganze Team dann noch an die ganzen Kordeln drangehangen, weil der stieg dann plötzlich auf. Die haben den aufgepustet und dann kam Böen. Und da gab es nur Variante Strommast, Haus und Baum. Und wo war die Freiheit? Ganz oben. Ja, genau. Super. Ja. Aber hat Spaß gemacht, die Szene bestimmt zu drehen, oder? Ach, das war schön. So im Endeffekt war es schade, dass die nicht die Cessna-Flüge genommen haben. Wir sind extra aufs Land gefahren und sind in einem Ballon hoch und eine Cessna ist gekreist um uns, also in real. Und im Endeffekt, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht weiß, war das nichts, ging das nicht, irgendwas war mit der Kamera, keine Ahnung. Im Endeffekt wurde es dann, damit eine Kussszene am Ende noch ist, dann doch vor diesem Greenscreen da gedreht. Und das fand ich dann schon enttäuschend, weil es doch sehr künstlich aussieht. Und ich meine, wenn man dann schon so einen Aufwand macht und dann raus Richtung Polen, in die Cessna da hoch, die Kamera in die Cessna und wie ein Ballon und alles. Das ist dann schade, dass man auch persönlich solche Bilder dann nicht hat, sondern dann mehr oder weniger die Gestellten. Hätte man noch komplett in die Hamburger Heide fahren können und so ein Schild aufstellen können, hier Polen. Ja, genau. So, das war da auch so. Das war ja auch so. Ja, natürlich. Habt ihr auch ja, natürlich. Hier Polen. Wir haben hier im Spargelland, wie heißt es, Belitz. Ja. In Belitz gibt es einen ganz großen so Wiesenflugplatz und da haben wir eine Telefonzelle hingestellt. Einfach so in die Pampa aufs Feld und ein Schild bullen. Und dann habe ich da angerufen. Dann habe ich dann angerufen. Im Knast. Im Knast. Und also ich bin zwischengelandet in Polen. Ja. Zwischengelandet. Ich bin zwischen den Spargeln in Polen. Ja. Spargelstechen. Aber in Belitz war das. Dann war das der Flugplatz Schönhagen. Weiß ich genau. Ich wohne in der Nähe. Ja. Nicht auf dem Flugplatz. Nicht, dass einer denkt hier, nein. Also, ja. Was war denn deine Lieblingserfahrung? Oder was? Du bist jetzt bestimmt doch schon auch am Grübeln und Bilder hochrufen. Ich bin sehr am Grübeln gerade. Ja. Was kommt dir jetzt gerade so in den Kopf rein, wo du dich gerne zurück dran erinnerst? Wo du sagst, ja, das war. Spitze. Schön, das war Spitze. Schön, das war. Da war so vieles schön, sage ich dir ganz ehrlich, Nessie. Ich könnte dir jetzt gar nicht so spezielle Spots rauspicken. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das. Ja, auf dich komme ich noch. Nein, es war, klar. Es war, ich fand es, ich muss sagen, einfach auch das Kollegiale. Ne? Es war wirklich ein gutes, professionelles Miteinanderarbeiten. Ich habe ja sehr viel mit Kathi gehabt, ich habe sehr viel mit Markus gehabt zum Beispiel. Wir haben auch unsere Geschichten zwischendurch gehabt und so. Und ich finde, das war immer so ein gutes Miteinander-Abnehmen, ein wirklich gutes Miteinander-Arbeiten und sich vorher schön absprechen und wie machen wir es und so. Also das finde ich, hat immer, auch mit Kathi und so, das hat super funktioniert. Und das finde ich immer in der Arbeit auch an sich irgendwie ganz toll. Super. Ja, wenn solche
zwischenmenschlichen Dinge einfach gut stimmen und du kriegst es irgendwie gut auf die Leinwand und so. Also das war, das waren einfach auch schöne Momente. Aber ich könnte dir jetzt im Moment gar keinen. Ich habe natürlich solche Drehtage gerne gemacht, wenn es rund um Action ging. Und ich meine, dieser ganze Stunt, den wir da eben angesprochen haben und diese Sachen mit dem Wohnwagen und so, dann, das ist was anderes, als wenn du immer nur in Kulisse drehst, sondern da haben wir viel, oder auch der ganze Seedreh, den Kathi und ich hatten. Also man hat direkt irgendwie, ich weiß nicht, ob es am Lietzensee oder wo es war, wo man direkt so ein kleines Grasfleckchen für uns ausgesucht hat und wir haben echt wirklich einen Außendreh mal gehabt, weil wir haben ja ziemlich viel in Kulisse gedreht bei Hintergittern und das muss ich sagen, das waren auch immer so kleine Highlights. Du konntest mal raus und wir haben irgendwie wirklich in anderen Locations gedreht zwischendurch und so. Das fand ich auch total schön. Weißt du, was mich jetzt ganz doll freut? Ja. Weil allen Leuten, denen ich immer irgendwann mal noch vorschwärme, wie toll es bei Hintergittern war, wie gut wir uns eigentlich alle verstanden haben, weil immer sagt, naja, Frauenknast und die ganzen Weiber. Ich sage, nein, das war nicht so. Wir waren eine ganz tolle Truppe. Ja, das stimmt. Und das ist immer schwierig. Wenn ich das nur, kann ich das behaupten? Oh, das war der Ton. Na gut, kann ich das behaupten. Aber wenn du meinst, völlig unabhängig... Du meinst, dass ich das auch noch gesagt habe? Ja, das meine ich einfach, weil von allen Seiten höre ich das, dass es alle so empfunden haben. Und das finde ich schon toll. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Absolut. Und ich meine, weißt du, wir sind ja sogar noch später eingestiegen. Du warst von Anfang an dabei. Und wenn man das, ich denke manchmal, wenn man später kommt, dann hat sich alles schon so ein bisschen verflacht und irgendwie solche Geschichten. Aber es ist irgendwie schon noch so. Die Atmosphäre war toll. Ja, eigentlich. Ich glaube auch für die Neueinsteiger. Ja. Also es war einfach, es war einfach eine tolle Truppe. Fand ich auch. Ja. Genau. Schön. Und ihr beide hattet ja auch viel. Wir beide hatten viel. Yeah. Er musste sich immer als in meiner Vermittler Rolle als Vermittler und auch du musstest dir immer meine ganzen Beichten und meine Liebessorgen rund um Walter anhören und so. Das war das, was ich dann mit nach Hause geschleppt habe. Genau. Ach ja, die gesagt, er redet sich schon wieder da. Das muss man sagen. Markus und ich hatten auch eigentlich hatten wir einen geilen Dreh. Weißt du noch, wo wir Kathi aus dem, das war irgendwie geil, richtig mit Tau. Jetzt werdet ihr mal eingeweiht, wie das ist beim Fernsehen, wie man sich so unten drunter manchmal anziehen muss. Weißt du, mit Taucheranzügen. Und wir haben irgendwie, ich musste Kathi retten, die in irgendeinem Verlies gefangen war. Wisst ihr noch? Wir haben über den Bassin vorlaufen lassen. Richtig. Und wir wirklich mit, weil das Wasser so kalt und so, Taucheranzüge drunter an, damit es uns warm bleibt. Ne? Und das war auch ein relativ dramatisches Ding. Ich nicht. Ich habe Hilfe geholt. Ja. Du hast ja Hilfe geholt. Mann. Aber ja, du hast mir versucht, mich zu beruhigen. Du hast mir versucht, Bea, es hat keinen Sinn. Du schaffst es, ich hole Hilfe. Ich komm gleich wieder. Solche Sachen eben. Herrlich. Ja. Da war Kathi doch auch schon wieder tot. Ne? Und du hast ja schon... Und da war ich schon wieder da. Du hast immer gesagt, hat keinen Sinn mehr, es hat keinen Sinn. Lass genau, lass mal. Und ich so... Wir haben keine Zeit mehr. Ich war bei ihr am Rappeln und Machen und Tun. Dass sie wieder lebendig wird. Dann hat sie es wieder geschafft. Und schon wieder da. Da war sie wieder da. Und die arme kleine Ratte, die ist dann irgendwie gepenkt. Und ich kann mich nur an die Endszene erinnern, wie dann gepenkt, genau, weil sie auf einmal so ganz dick, die hat einen Stromschlag gekriegt. Und dann ist dann nur noch so in der Endszene dann noch so die tote Ratte auf dem Wasser getrieben. Das stimmt. Weil sie ja kurz vor dem Stromkabel das stimmt, war. Genau, ja, ja. Also das war, nicht, das war das nicht dieselbe Folge mit dieser Sprengung auch? Nee, das hat schon irgendwas mit dem Wasser zu tun gehabt, glaube ich. Ja, das war auch in dem Wasser. Die war ja ein paar Tage unten, hat sich dann immer mit der Ratte unterhalten. Und das Wasser ist ja... Genau, ich bin mal raufgeschickt. Genau, das war die... Genau. Ihr hattet es mit den Tieren. Du hattest irgendwie Rübezahl mit der Eleonora, mit der Maus. Du hattest eine Maus, andere hatten Ratten. Ich hatte Kakerlaken. Ja, das Kakerlaken. Jürgen und Slatko. Ja. Angelegen an dieses Big Brother. Hat Kakerlakenrennen gemacht, ja. Ach, wie witzig. Da waren sich noch, erinnern kann, ja. Ja, ja. Jürgen, das ist schon kultig. Das ist schon echt kultig. Ja, herrlich. Wir haben eine Matz haben wir noch, und zwar von dem Herzstück. Was könnte das denn sein? War von dem Herzstück der Kulissen. Wo hattet ihr die meiste Zeit drin verbracht? Panzerhalle, ne? Eigentlich. Ja, Panzerhalle. Also ich wollte Panzerhalle. Ja. Da war ja so gut wie alles drin. Das nicht leise, laut. Es war das Aquarium. Ne, das Aquarium. Ja, bitte nicht füttern, oder was stand da dran? Nicht füttern. Drunter gekrickelt. In läuft nicht offiziell. Wollen wir mal gucken, was von der Panzerhalle noch übersteht? Oh ja. Leider war sie gerade vermietet. Wir dürfen offiziell eigentlich nicht rein, aber wie wir beide sind, wir klettern ja auch auf die Kapelle. Irgendwo da hinten ist das tolle
Foto. Welches? Da, wo wir auf dem Kreuz sind. Auf die Kapelle. Kapelle, ja. Da sind wir auch geklettert. Auf das Dach der Kapelle geklettert. Super, Leute. Und so haben wir auch die Panzer. Sie leben ja beide. Also uns beide schon. Ja. Wir sind ja auch Leichtgewicht ausgesprochen. Wenn ein bisschen noch mehr gekommen wären. Wir gucken mal rein, was von der Panzerhalle noch übrig ist. Genau. Hier ging die Mauer lang, hier so hinter uns. Und wir stehen quasi in der Mauer. Ja, ungefähr. Ja, ja, jetzt aber nicht mehr. Nee. Und hier hatten wir auf jeden Fall, du hast es eben noch gesagt, was wir hier hatten. Krankenstation hier, Krankenstation oder? Hatten wir, da habe ich auch ein paar Mal gelegen. Dann Station. Ich meine, auch hier wäre meine Radiostation irgendwo gewesen. Und ich meine, unten war der Bunker. Also bei dem bin ich überhaupt nicht mehr sicher eigentlich. Ganz komisch. Und was war denn noch hier? Sag mal, da vorne. Mit Bad? Das Bad, das alte Bad. In der letzten Staffel war es dann, ist es dann erneuert worden, also sozusagen in die Panzerhalle gewandert. In die so. Aber da war noch das alte Bad, das alte hässliche Bad. Also manchmal war das dann für den Zuschauer irgendwie, also für den Zuschauer war klar, das muss alles irgendwie in einem Komplex gewesen sein. Aber die eigentliche Station B, die war eingerichtet da drüben, in der Panzerhalle. Aha. Und da wollen wir da auch noch mal kurz vorbeigucken, weil das eigentlich, ja, das ist das Herzstück. Eigentlich so der Serie. Euer Zuhause gewesen. Ja, da haben wir auch eigentlich die meiste Zeit verbracht. So, und hier war eigentlich der Weg zur Panzerhalle. War eigentlich hier war der Weg. Also hier siehst du noch die Kanten hier unten. So, und hier, also wie gesagt, das Herzstück der Serie, die Panzerhalle. In der letzten Staffel war dann hier hinter den Scheiben, hier hinter diesen schönen Scheiben. Ja, die schön getönten Scheiben. Genau, war dann das Bad. Vorher war da unser Aufenthaltsraum. Da stand immer Catering rum. Das ist der alte, glaube ich, mit am häufigsten genutzte Eingang gewesen. Oh, ist offen. Ich fasse es nicht. Ja, dann. Das ist jetzt Einbruch, ne? Nee. Das ist. Nee, ich hab ja gesagt, einfach stehen, ja. Das ist, genau. Aha. So. Wahnsinn. Das war nicht unser Bad, das war das private Bad. Also, was heißt private? Da sind wir halt rein. Hier fehlt eigentlich eine Tür. Eine ist da, glaube ich, zu. Da hinten ist noch eine. Das ist jetzt total verboten, was wir hier machen. Nee, es ist zu. Ist auch zu. Schade. Toll. Wahnsinn. So, und hier hinter war Flurstation B. Mhm. Hier war der Gruppenraum. Hier waren die einzelnen Zellen hintergebaut. Und da hinten runter war die Wäscherei. Da hatten wir mal irgendwann mal so eine Werkstatt reingebaut, die wir hatten. Und was war denn da noch? Wo wir das Thema Hanffetten. Und ganz am Ende hatte ich meine Werkstatt. Es war einmal so diese Werkstatt, da haben wir gelötet, so einen Kram gemacht. Und einmal hatte ich so eine eigene Werkstatt ganz hinten mit so einem Kram. Das war auch alles hier drin. Einmal haben wir auch gedreht, halt wie gesagt, das mit dieser Schleuse, mit diesem Propeller, den ich mit dem Expander festgemacht habe. Nochmal. Ja, also dass wir uns da den Tag in Berlin das war super, echt. Genommen haben. Über Täler, über Berge, über Kapellen, über Gärtnereien. Durchgestrüpp. Genau. Durchgestrüpp, ich sag's dir. Also ich bin ja froh, dass ich hier bin und nicht in der Gärtnerei versunken bin. Ja. Meine, ich war auf einmal wieder klein. Ich hätte dich dann schon ordentlich bestattet da, keine Sorge. Das glaube ich, ne? Ja. Das glaub so viel ich muss sein, ja. Hättest du so die Haarmähne noch auf den Spaten draufgesetzt. Hier liegt in Ruhe. Ja. Zufrieden. Ruhe, angepinselt. Du ruhst nicht an. Ja. Und Joint in der Hand. Genau, noch so, so die Hand oben raus. Genau, hier bitte. Herrlich. Genau. Wenn ihr so die Panzerhalle seht, da war ja echt extrem viel drin, wenn man das hier so sieht. Das Bad, die Station B, die Wäscherei, das Wäschelager, Näherei, zentrale Umkleide von den Schließern, Herren und Frauen. Dann hier die Kleiderkammer, wo man seine Privatsachen ablegt und dann diese tolle Knastuniform bekommt. Da war echt eine Menge. Mhm. Ja. Und da war warst du auch so warm drin? Was war es da so warm? Warst du auch so warm nee, drin? Nee, es war immer kalt. Nee, das immer. Panzerhalle nicht im Sommer. Warm. Im Sommer war es warm. Im Sommer ist wieder warm. Die Panzerhalle war immer kalt. Ich habe immer gefroren. Ja, weil die nicht richtig beheizt wurde, weil die einfach zu groß war. Ja. Ja, weil sie zu groß war. Es war eine Panzerhalle. Es ging. Also es war jetzt nicht ganz kuschelig, aber ich
fand so. Ja, wir hatten ja meistens immer unsere wattierten Jacken an. Das ist vielleicht, wenn ein Schließer jetzt nur mit so Hemdchen rumrennen darf oder so, ist vielleicht was anderes. Aber wir, also wir hatten eh generell diese dicken Jacken dann. Diese wattierten, ja. Genau, das sind die. Ich muss sagen, ich habe nicht gefroren, aber manche andere vielleicht schon. Im Aufenthaltsraum war es scheißkalt immer. Ja, da auch. Ja, ja. Da vor allen Dingen. Das war so abgeschnitten. Falls du dich erinnerst. Ja, aber natürlich erinnere ich mich. Und da war es. Da haben wir Radiatoren stehen gehabt. Ja. Und einen kaputten Fernseher. Ich weiß das nicht mehr. Ja. Den du immer repariert hast. Welchen Aufenthaltsraum? Ach so, ich hab hier den. Nur für Schauspieler. Einer zum Drehen, einer zum Sitzen. Ich verstehe. Da war es immer kalt, das weiß ich. Was waren denn euer beiden Lieblingsdrehorte? Die anderen haben es ja schon gesagt. Bei dir war es ja alles, was real war, nicht mit Pappmaché verkleidet. Habt ihr noch im Hinterkopf, wo ihr jetzt die Bilder seht, da war ich gerne? Ich habe gerne eigentlich auch noch in der Wäscherei gedreht. In der Wäscherei und dem Raum nebenan, weil ich durfte eigentlich immer viel, viel machen. Also ich habe immer, ich habe da Feuer gelegt in der Wäscherei, ich habe da irgendwelche Sachen in die Luft gesprengt und Sachen kaputt gemacht und mit den Trolleys und habe da immer irgendwas versteckt da drin. Also ich fand es eigentlich immer schön, wenn ein bisschen was zum Anpacken war. So, ne? Wäscherei, dann diese Maschinen und alles, wenn ein bisschen was los war, als in diesem nüchternen Raum, kalten Hof vor den vor diesen Zellen da, ne? Da konnte man so am Kopf kratzen und so, ein bisschen rumstehen, ein bisschen böse gucken oder so. Aber da, wenn was zum Anpacken war, fand ich immer gut. Kopfkratzen, du hast auch die Königkratze erfunden, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und bei dir? Ich glaube bei mir, liebe natürlich Lieswagen. Ich war aber auch gerne auf Station B. Ich war ganz oft mit Tom im Aquarium, wobei das war ja sichtbar. Man konnte uns ja sehen sozusagen. Also da haben wir immer alle Knastis sehen können, weißt du? Mhm. Wenn wir hier drin gesessen haben, dann könnten wir immer alle schön. Und da war auch letztendlich, haben wir irgendwann gedreht, meine allererstes komplett Totenstille, abends, nachts auf Station. Und da habe ich meinen ersten Liebesdreh mit Kathi gedreht. Und keiner da. Thomas hat mich auch gerade verlassen und ist weggegangen. Und irgendwie, ich höre Musik aus der Zelle von Walter. Nein. Ja, ja. Und ich musste mir, und ich als Nichtraucher, musste mir eine Zigarette anzünden und irgendwie langsam zu ihrer Zelle gehen. Und dann habe ich erstmal mich voll verhustet, weil ich bin Nichtraucher. Und ich musste die Stimmung kaputt gemacht. Ja, genau, Stimmung kaputt gemacht. Und dann bin ich in ihre Zelle gegangen und dann kam der erste Kuss. Ja. Das ist auf Station B. Deswegen habe ich gute Erinnerungen an Station B. Ah, darum denkt man gerne zurück. Ja, ne? Genau, denkt man gerne zurück. Ja, kommt euch noch irgendwas in den Kopf, jetzt nach der Zeit, wo wir gesessen haben, wo ihr noch gerne drüber... Beim Kuss auch noch. Da gab es auch so eine lustige Szene in der Wäscherei. Ich musste auch die Monika Gutmann küssen. Und es war eines, wir sollten zuerst streiten, uns anschimpfen und dann in die Arme schließen und knutschen. Und dann in dem Moment, nach 5 Sekunden knutschen, mache ich meine Augen auf und sehe, wie sie mich auch anstarrt und ihre Brille saß so tief und war total geschlagen. Und wir konnten uns nicht mehr. Es waren so Momente, wo du auch noch so musstest nur los. War schön. Super. Aber du hattest also mit so erst so rum, mit Mona auch. Mona, Anja war ja die Erste, die du. Stimmt, genau, das war auch so Rumsdi-Bumsdi und dann hat man doch geknutscht. Die Anja in Berlin verschollen. Verschollen in Berlin. Echt, ja? Ja. Okay, schade. Ja. Eigentlich ja. Anja, genau. Genau, die Mona. Das war deine Erste, ne? Mhm. Genau. Mensch, ich hätte mal mitschreiben müssen. Wenn ihr vor 10 oder vor wie lange jetzt? 12 Jahren? 97? Ja. Gedacht hätte, dass ihr irgendwann mal hier in Hamburg sitzt, dann hättet ihr von vornherein mitgeschrieben. Aber so, das war gerade witzig, das brauche ich bestimmt nochmal. Ja, es ist schon witzig, dass man sich dann an viele Sachen gar nicht mehr erinnert. Oder dass die vielleicht nachher dann erst kommen, weil das jetzt so wieder so aktiviert ist, diese ganze Maschinerie hinter Gittern. Also in 15 Tagen, wenn das alles nochmal oben ist, nochmal... Wahrscheinlich kommen dann noch so ein paar Sachen einfach wirklich hoch irgendwie, ne? Es ist wirklich lange ist zurück. Und dann das aber auch viele schöne Sachen gemacht, aber auch... Ich finde, das Tolle war wirklich bei Hintergittern, das hatten Sigrid und ich hatten uns da schon mal drüber unterhalten, dass man wirklich als Frau mal ganz viel spielen konnte.
Einfach mal Gas geben, oder? Einfach mal Gas geben, mal egal, es hört sich jetzt an, aber wenn man jetzt irgendwie mal zugeschlagen hat, mal ein paar Action-Sachen machen konnte, irgendwie mal ein bisschen wirklich ein bisschen rumbrüllen, schreien, das macht total Spaß, ne? Sich verprügeln lassen, selbst prügeln, sich foltern lassen. Genau. Feuer legen. Feuer legen oder dann so mit Tieren spielen oder mit Bomben ganz vielen Kollegen. Irgendwie. Das war ein riesengroßer Spielplatz eigentlich. Ja, eigentlich schon. Und zum Austesten einfach für sich selber, auch so als Schauspieler, was kann ich, was liegt mir. Auch die ruhigen Sachen waren ja da auch gefragt dann doch. Ne? Das war schon, also so vom Spielangebot her. War das schon cool. Ja. Reichhaltig. Mir kommt gerade noch hoch deine Flucht im Kühllaster. Ja. Tagelang, du mit einer kaputten, Blinddarm. Ich wollte Niere sagen, aber du hattest den Blinddarm, wolltest aber unbedingt raus, bist da fast verreckt. Ja. War auch herrlich, oder? Also du kommst und hab die Anke, wie hieß die Rolle? Jule Neumann. Die Jule Neumann habe ich dann noch mit einer gefrorenen Salami erschlagen. Also fast erschlagen. Mit einer gefrorenen Salami. Weil sie mich ja verraten wollte. Ja. Wunderschön. So. Dann ist sie dann außerdem mit in die Flucht rein, aber wäre dann auch mit rausgegangen, wenn der Motorschaden nicht gewesen wäre. Du hattest immer Pech, oder? Ich hatte immer Pech. Aber ich weiß noch, dass ich wirklich da den Ehrgeiz auch entwickelt habe, dort viele Stunts selber zu machen. Also wir hatten ein sehr gutes Stunt-Team. Und die haben uns dann auch erstmal beigebracht, wie macht man das, wie zieht man die Schläge durch mit Protektoren und haben dann später auch Stunt-Training bekommen. Und ich musste ja die Mauer auch hoch. Und das hatten wir vor Weihnachten, ich weiß nur, es war vor Weihnachten, mal getestet. Am Strick die Mauer hoch. Ihr glaubst, ich bin da 10 cm hochgekommen. Ding nicht. Ich hatte überhaupt nicht so Kraft. Und was habe ich gemacht? Ich komme ja aus Thüringen und da gibt es immer deftiges Essen zu Weihnachten. Ich habe auf alles verzichtet, bin im Winter im Stadion rennen gegangen und habe Klimmzüge und Liegestütze gemacht. Und dann haben wir das im Februar dann gedreht und ich bin hochgekommen. Hey. Ja, gut, ich meine, gut, die haben mir auch geholfen, indem sie zwischen die Knoten nochmal Knoten gemacht haben. Aber ich habe es geschafft und ich durfte mich dann von ganz oben dann auch in so Kartons reinfallen lassen, ne? Toll. Also, das ist schon toll. Wann kann man sowas so mal machen? Ne? Habt ihr nach hinter Gitter noch mal irgendwas noch mal so erlebt mit in Kartons reinschmeißen, da explodiert es, da wird geschlagen? Jetzt noch mal so eine Erfahrung noch mal gemacht oder kann man die gar nicht mehr machen? So in dem Aufwand. Also Frauen eher nicht, würde ich sagen. Frauen eher nicht. Nee. Hast du, Markus, hast du irgendwie sowas noch? Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich dann 2007, sage ich mal, ich bin immer von so Serien zu einem so reingeschlupft, sage ich mal. Und dann, aber was dann ein ganz tolles Ding war, war noch bei Hallo Robby. Und habe ich dann die Nachfolge von Carsten Speck angetreten. Und das war richtig toll. Also auch mit Tieren arbeiten natürlich, ne? Also nicht nur mit dem Seelöwen, aber meistens. Und dann natürlich auch mit viel Unterwasser, viel Tauchen. Und solche Sachen. Das war auch toll. Super. Also ich jetzt auch bei Lena, jetzt, was ich noch gedreht habe fürs ZDF, da habe ich Polizistin gespielt. Darf man ja auch mal verfolgen, ja, erschießen, wird selber angeschossen. Da war es dann auch wieder ziemlich blutig. Also das hatte ich schon auch noch mal richtig erlebt. Und die Lolo war jetzt ja nicht so actionreich, die hat es mit anderen Waffen gemacht. Mit anderen. Ja, und da konnte ich mich dann wenigstens da ein bisschen ausleben. Aber es macht Spaß, oder? Ja, es wenn man einfach immer auch mal so Körperarbeit macht. Also das mag ich immer gerne. Jetzt nicht nur stehen und sprechen, sondern einfach auch mal ein bisschen rennen und wirklich sich merken, ne, bei der Arbeit. Ich glaube, da hattet ihr auch noch mehr Futter als Gefangene, weil ihr hattet ein bisschen mehr. Ihr könnt euch dann Futter noch anders austoben. Aber du mit deiner Standszene unter dem Auto, um wieder in den Knast ranzukommen, als er am Schlafen war. Stimmt. Du warst aber auch brutal. Es gibt ja nichts, was du nicht weißt. Woher weißt du das eigentlich? Ich habe dich vorbereitet. Ich habe dich vorbereitet. Wahnsinn. Ich habe eben gesagt, ich habe ein paar Staffeln noch nicht. Also Staffel 15 habe ich noch nicht gesehen, bis dahin kam. Ich habe mir das Ende angeguckt, weil ich bis heute immer noch nicht verstanden habe. Ganz ehrlich. Wir auch nicht. Das gibt's schon nicht zu verstehen. Das Ende. Das gibt's nicht zu verstehen. Nee. Das wurde ganz schnell alles zusammengefaltet und irgendwie Schnell ein schönes Bild am Ende haben. Ja. So ungefähr. Was war denn das Endbild? Wir sind mit einer Wunderkerze raus. Oh, aus der Kapelle, über den Hof, durch die Schleuse raus. Aber offiziell oder war das auch wieder eine Flucht? Traum. Das war ein Traum. Das war eine Traumsequenz. Traum. Muss ja sein. Wer lässt uns sonst, also mich wer lässt schon, euch aber wer lässt uns alle raus? Leute raus. Also so unverantwortlich. Das war. Ja, stimmt. Ja. Tja. Ah, okay. So war dann irgendwie 10 Jahre dann
Vorbei. Vorbei? So schnell nicht weinen jetzt. Nein, Gott, das Ganze stimmt. Ja, aber du warst auch actionreich, muss man ja sagen. Das habe ich tatsächlich vergessen, du, dass ich unter diesem Lastwagen war. Stimmt. Warst du das wirklich? Ja, das war ich wirklich. Auch mit dem Schleifen? Nee, ja, wir sagen ja. Wir sagen mal, wie hat ja gesagt. Ich weiß es jetzt ehrlich nicht mehr, aber ich weiß, dass ich drunter gehangen habe, das weiß ich. Aber ich glaube, das mit dem Schleifen. Ich habe das Schleifen, das war, glaube ich, im Borny gemacht. Ja, genau. Ich glaube auch. Michael. Bei diesen Raffeldingern, wo du gesagt hast, dass die noch gefahren sind, diese Gefängnisautos. Ja, diese blaue Wanne, die wir da hatten. Genau. Da war ja auch sonst nichts. Da war, glaube ich, ein Dieselmotor und so ein bisschen Blech drumherum. Das war ja auch alles. Gebremst hat jemand. Ja, und gebremst mit dem Fallschirm oder mit dem Heißluftballon. Ja, wir hatten gerade schon das. Wer hat denn das Ende von euch denn gesehen? Habt ihr es nochmal verfolgt? Nee. Hinter Gitter noch ab und zu mal wieder reingeschaltet? Nee. Also, ich glaube, ich finde es noch schwierig, weil man natürlich dann auch. Wenn man was gespielt hat, dann, ich finde das schwierig, dann da weiter zu gucken. Ich habe ab und zu mal, gewisse Sachen habe ich dann schon geguckt, eben auch vielleicht, weil ich noch ein paar kannte oder eben auch, als du neu reinkamst, fand ich einfach spannend, neuer Typ. Aber und meistens arbeitet man dann auch in der Zeit, wenn halt die anderen Kollegen auf Sendung sind, also von dem her. Das ist kein Problem. Nee. Und die DVDs habe ich noch nicht, ich gucke keine DVDs. Aber ich hole es jetzt nach. Bitte ja, schön. Jetzt ist man wieder im Fieber drin. Genau. Ja, doch, jetzt kannst du was dazu sagen. Wie viel gibt es denn? Hast du gesagt 15? 16 DVDs. Ich habe auch eben noch erfahren in der Pause, es waren 405 Folgen, nicht 403. Dann kann ja sowas unterlaufen. Unglaublich. Also, es tut mir jetzt auch wirklich. Also, ich möchte jetzt auch du warst halt nur die Folgen, wo ich mit bei war. Ich bin richtig, genau. Jetzt ist sie erst auf Folge 3 eingestiegen. Da war der Punkt. Genau, ich habe nur die Märchenfolgen. Ja, genau. Genau. Vorher war ja. Doch, nein. Also bitte. Es war nur leider ein Feuer und sowas. Aber genau, so, also Heidi, den Fehler dürfen wir jetzt nicht wieder machen. Nein, also vorher hatte sie ja ihren ganz großen Aufwand. Lass mich raus, es brennt. Genau. Hilfe. Ja, wir haben für die Quoten gesorgt. Ja. Ohne uns würde es gar nicht geben. Ja. Das stimmt. Und ohne euch würde es auch dieses große Wiedersehen heute gar nicht gegeben haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mal wieder in Erinnerung zu schwelgen. Doch, ja. So ein bisschen mal wieder hochzukriegen, wie war es doch. Alte Gesichter. Alte Gesichter! Oh, das ist schön, alte Kollegen! 10 Jahre dann! Alte Kollegen in immer noch gleichgebliebenen Gesichtern gesehen zu haben. Das ist aber gut. Ich will mal deinen Fallschirm ausleihen, weil da komme ich nicht mehr hoch. Fang nochmal an. Nee, das ist ein Schluss. Aus Kinners. Ja, schön, dass ihr noch dazugestoßen seid. Gerne. Ich habe gehört, du hattest einen vollen Terminkalender. Gerne, ja. Aber ich fand es total schön, dass ich euch jetzt gesehen habe, weil es ist echt toll. Danke für die Einladung. Danke für die viele Arbeit, die du da vorher erstmal alle investiert hast. Genau. Ist schon toll. Auf alle Fälle. Danke. Ohne euch, das ganze Projekt ist ja. Dirk Mirau hat leider heute Morgen dann noch gesagt. Ist krank geworden. Noch. Genau, was muss man ja auch sagen, gerade bei dem Wetter, was gerade rumgeht, wie alle kränkeln. Und gerade in der Nacht, wenn man sich einmal und. Nee. Ich kränkel nicht. Eine richtige Frau kränkelt nicht. Wie richtig. Ne? Heidi, nee, nie. Sag es in die Kamera, Dirk, eine richtige Frau. In die. Kränkelt nicht. Eine richtige Frau kränkelt nicht, nur die Männer. Das unterschreiben wir doch alle mit Siegel. Ja, nein, er ist halt leider krank geworden und ist deswegen heute nicht dabei gewesen. Viele terminlich. Und, aber es war trotzdem eine schöne Runde. Ja, oder? Ja, doch. Genau, fand ich auch. Jahre später. Ja, Jahre später. Das wiederholen wir nochmal in Das Witzige ist, es kommt einem nicht so lange, kommt euch das so lange vor? Also es ist, ich finde, es kommt einem nicht vor. Also wenn ich jetzt alles erzählt kriege von allen Leuten, was alles da noch so war, sei es müssen mindestens 50 Jahre gewesen sein. Aber andererseits, wenn man sich so gegenseitig sieht, da denkt man, es ist wirklich irre. Ich muss aber noch, mir ist es gerade in den Kopf gefallen, dein Vogel hieß Benny oder Bernd und den hat Janet Bergdorfer Fliege
fliegen lassen. Genau so was war. Irgendwas oder nee, so was. Sie, auch mal, nee, oder hab ich die, den fliegen lassen? Oder sie, also war das nicht mit der heilenden Ilse? Irgendwas und, war, und ja. Sie wusste, und sie wollte den wieder halt gesund fliegen. Und hat einen Fremden da reingesetzt. Genau, richtig. Genau, das war ja nicht mehr der richtige Vogel, es war ein falscher Vogel. Na, so Unverschämtheit. Und das finde ich auch. Wirklich. Genau. Ja. So, ich für alle, die jetzt gerade irgendwie sich die Sendung angeguckt haben und hinter Gittern verfolgt haben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, ich kann nur sagen, fangt mit den DVDs wieder von vorne an. Also jetzt hier, ne, die Jungs und Mädels vor den Kameras, die sind ja auch alle ein bisschen älter geworden. Und Gruß an alle hinter Gittern-Fans. Und naja, in 10 Jahren... Wir planen gleich mal, wir tragen jetzt 10 Jahre später, treffen uns wieder. Versprochen. Hier. Vielleicht wissen wir dann wieder viel mehr, weil im Alter kann man sich an die Jugend noch erinnern. Genau. Ja, ja, wahrscheinlich ein Rollator. Genau. Wir lassen mich abholen. Aber Isabella, dann würden wir uns aber nicht mehr erinnern, was heute stattgefunden ist, weil das ja wieder zu nah dran ist. Ja, war. Ja, das ist egal. Das haben wir ja wieder heute. Wir erzählen gleich wieder. Ja, ist auch egal. Kommt ja auf jeden Fall im Waschen auf. Herrlich. Vielen, vielen Dank für euch im Studio. Vielen Dank für die Gäste, für eure Zeit, für eure Freude. Bei dir hatte ich das Gefühl, du bist jetzt gerade erst warm geworden mit den Bildern. Ne? Aber jetzt können wir trotzdem nicht nochmal anfangen, Also weißt du, wenn ich das aber auch sehe, dass es alles so unter Gestrüpp ist und so, das finde ich irgendwie total schade. Das finde ich auch traurig. Ja, also weil das ist ein Drehort gewesen, der irgendwie, ne, das ist schon, ich finde, das ist ein super Baugrund. Man soll das alles Investor, kommen Sie mal. Ja, machen wir doch eine Jugendherberge draus. Ihr Lieben, schönen Abend euch noch, wenn ihr es anguckt oder morgens, dann später im Internet oder wie auch immer. Schönen Tag euch. Ich bedanke mich und dann sage ich tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Und vielen Dank nochmal.